Star Wars – Force Shadow. Die Vorgeschichte zu dem Fanfilm Descendants of Order 66. Nach einem Roman von Phasen Shark. Eine Produktion von Banta Pudo. Gelesen von Frank Bayer. Part 2. Breathing in the Dark. Tatooine. Draußen schienen die Zwillingssonnen über die einfarbige Ebenen des nördlichen Dünenmeers und ließen das große Mesra-Plateau lange Schatten werfen. Doch in den Gemächern des Wüstenpalastes, der seit fast 700 Jahren am Rande des Plateaus stand, war der Zyklus der zwei Sonnen so bedeutungslos wie das Leben einer Twi'lek-Tänzerin. Hier drinnen machte Jabba the Hutt die Gesetze. Hier entschied der größte Verbrecher Lord Tatooines, ob es Tag oder Nacht war. Und in diesem Moment war es tiefschwarze Nacht. Jabba hatte die Audienzkammer und die angrenzenden Stockwerke räumen lassen. All seine Diener und Sklaven hatte er fortgeschickt und an ihre Stelle war Dunkelheit gerückt. Kernschatten nisteten hinter den zerschlissenen Vorhängen und unten in der Rancor-Grube. Ein Halbdunkel überzog die Wände und ließ kaum mehr als ein schmutziges Grau übrig. Die riesigen, gelben Augen Jabbas schimmerten und nicht ihre Trägheit war der Grund dafür, dass sie schon seit Minuten ausschließlich auf die Mitte der Audienzkammer gerichtet waren. Jabba hatte Besuch. Holographischen Besuch. Sag ihm, ich verstehe seine Sorge, sagte Jabba und ließ den alten Protokolldruiden, der hier und jetzt seine letzte Verwendung fand, übersetzen. Doch Geheimnisse sind bei mir in sicherer Verwahrung. Der holographische Gast antwortete in einer fremden Sprache. Es schien Basic zu sein, aber es war nicht akzentfrei. Er erklärt, es gebe keine Sorge, übersetzte der Protokolldruide die Worte des Hologramms. Er habe einen Weg gefunden, das Geheimnis zu wahren. Natürlich hat er das, brummte Jabba, und der Protokolldruide war schlau genug, die Bemerkung nicht zu übersetzen. Er soll erklären, was er will. Der holographische Fremde erwiderte etwas und der Protokolldruide zögerte mit der Übersetzung. Wertloser Schrott, fluchte Jabba innerlich. Und die Löschung des Langzeitspeichers hatte den Zustand des Druiden offenbar nicht gerade verbessert. Ob die Maschine wusste, dass sie gerade ihre letzten Zeilen sprach? Allmächtiger Jabba, stotterte der Druide. Er lässt fragen, ob ihr in der Dunkelheit zu atmen vermögt. 10 Jahre vor Yavin. Die lange Nacht ist über die galaktische Zivilisation hereingebrochen. 9 Jahre ist es her, dass die Republik und die Jedi in den Flammen des Verrats ihr Ende fanden. Nun beherrscht das Imperium den Großteil der bekannten Galaxis. Der finstere Thislord, Darth Vader, ist mit der Jagd auf die letzten Jedi betraut worden. Erbarmungslos spüren er und die Legionen der Sturmtruppen sie auf und ziehen eine Spur aus Blut durch die Schwärze des Weltraums. In diesen verzweifelsten aller Zeiten tasten sich die versprengten Überlebenden des Jedi-Ordens durch die Dunkelheit. Manche von ihnen sind längst schon von ihrem Pfad abgekommen und stürzen dem Nichts entgegen. Staatenloser Weltraum. Das Licht der fernen Sterne spiegelte sich in Form matter Leuchtpunkte auf der verbrannten, schmutzigen Hülle des riesigen Schlachtschiffes. Die unzähligen Durastahlplatten, die den Bug umkleideten, waren deformiert. Sie hatten einen hellgrauen Farbton angenommen, ganz so, als hätte eine riesige Hand das Schiff mit dem Bug voran in einen Nebel getaucht und wieder herausgezogen. Die Unterseite war in alten Zeiten mit über 100 Torpedoschächten ausgestattet gewesen, doch inzwischen war dieser Teil des Schlachtschiffes eingedrückt und stark verwüstet. Während sich der abgebrannte Koloss durch den Weltraum schob, näherte er sich langsam einem Asteroidenfeld. Erste winzige Steinchen schlugen auf der Hülle ein. In den Höhlen der mittelgroßen Asteroiden erwachten etliche Schwärme von den im Raum lebenden Kreaturen. Mönox. Ein dunkelgrauer Felsbrocken kollidierte mit der Flanke des Schlachtschiffes. Er hatte sich nicht sehr schnell bewegt, doch das Schiff war zu träge und zu groß gewesen, um ihm auszuweichen. Von der Brücke aus konnte Nilas Dirtu sehen, wie das neu entstandene Leck kostbaren Sauerstoff in das Vakuum des Weltraums entließ.
Nilas verfolgte den Austritt des überlebenswichtigen Gases und zwang sich dazu, keine Angst zu fühlen. »Flieg schön weiter«, brummte er, um im nächsten Augenblick festzustellen, dass er schon wieder mit dem Schiff gesprochen hatte. Er verzog das Gesicht. »Dieses Ding ist noch lebloser als auf seiner Jungfernfahrt. Das einzig Lebendige, weit und breit, bin ich.« Nilas saß auf dem Boden der Brücke. Zerbrochene Kontrollstationen und Bildschirme ragten über ihn hinauf. Hier in der vorderen Hälfte des Kommandoraums versperrte ihm nur weniges die Sicht nach vorne, und so konnte er beobachten, wie der nächste Asteroid, diesmal ein etwas kleinerer, gegen den Rumpf prallte. Die Erschütterung erreichte die Brücke nicht. Nilas lächelte finster. Er beugte sich etwas nach vorne und nahm eine zusammengesunkene Sitzhaltung ein. Die Augen forschend in den Weltraum richtend, suchte er weiter nach einem Weg, um das zu vergessen, was 3 Meter hinter ihm lag. Die Leiche seines besten Freundes, Sway Chief. Rauschen. Literweise Blut bahnten sich tosend seinen Weg durch die Adern seines ausgemergelten Körpers. Die Stellen, an die es vordrang, fühlten sich daraufhin schrecklich heiß an. Teilweise fast so, als könnten sie den ungewohnten Lebenssaft nicht mehr fassen und müssten platzen. Sein Kopf schmerzte, als dieser mit demselben Problem kämpfte. Sein Magen verkrampfte sich, als die Organe versuchten, wieder ihre volle Funktion aufzunehmen. Mit scheinbar erbittertem Willen prügelte sein Herz auf sich selbst ein. Irgendwann schließlich war er durch ein Meer der Schmerzen gewartet. Hinter ihm lag der Weg hinaus aus dem Scheintod. Direkt vor ihm ein Leben, das aus Leiden bestand. Die Qualen waren nicht fort, aber sie hatten sich so weit abgeschwächt, dass er in manchen Momenten klar denken konnte. Er spannte die Muskeln an, stieß sich von der Felswand hinter seinem Rücken ab, schwebte durch den luftleeren, schwerkraftlosen Höhlenraum. Er erreichte eine weitere Wand, hielt sich mit seiner aus einem Saugnapf bestehenden rechten Hand daran fest. Seine Augen wurden langsam besser. Der schmierige Film, der die Netzhaut gegen die Partikel des Alls schützte, war von seinen Drüsen in ausreichender Menge produziert worden. Aus den Nasenlöchern stieß er eine Wolke roten Nebels aus. Rot hieß Gefahr, denn jemand oder etwas hatte ihn aufgeweckt. Um ihn herum leuchtete daraufhin die gesamte Asteroidenhöhle rötlich auf. Auch aus den Nasen seiner Brüder quoll rötlicher Nebel. Und plötzlich bewegte er sich, ohne es zu wollen. Die anderen mit ihm. Asteroidenfeld. Leben. Etwas hatte begonnen zu leben. Nilas hob sein Kinn ein wenig an, richtete den Blick seiner müden Augen auf das Asteroidenfeld vor ihm. In der Macht spürte er dort draußen etwas. Es schien ihm, als ob sich Blasen voller Chaos durch ein Meer der Ruhe hindurch näherten. Er wusste nicht, was sie waren, aber die Chaosblasen bewegten sich direkt auf ihn zu. Unwillkürlich fanden seine Augen das kleine Objekt, das vor ihm auf dem Boden der Brücke lag. Unsicherheit überkam ihn bei diesem Anblick, gepaart mit nagenden Zweifeln. Er schaute wieder auf und jetzt sah er sie inmitten der Asteroiden. Kreaturen, dünn und schmal, mit Rümpfen aus blasser, haarloser Haut. Mynox, kam es ihm in den Sinn. Doch je näher sie kamen und je stärker er die Chaosblasen fühlen konnte, desto sicherer wusste er, was dort kam, das war etwas völlig anderes. Er wünschte, das Schiff wäre einsatzfähig, wünschte, es stände unter seiner Kontrolle. Dann hätte er die Bordgeschütze aktivieren können oder vielleicht die Punktverteidigungslaser. Immerhin waren die Kreaturen schon sehr nahe, aber diese Möglichkeit bestand nicht. Nicht zu einem Preis, den Nilas zu zahlen bereit war. Er stand auf, zum ersten Mal seit Stunden. Seine Haut drückte gegen die Innenseite seiner verschwitzten Kleidung. Die Chaosblasen hatten die Brücke fast erreicht. Nilas fixierte eine der Kreaturen mit seinen Augen. Gleichzeitig rief er die Macht zur Hilfe, um auf alles gefasst zu sein und um reagieren zu können, wenn sie sich am schmutzigen Panoramafenster festsaugten, wenn sie Instrumente aus der Außenhülle rissen, wenn sie... Sie brachen durch. Nilas zuckte zusammen, die Zeit erfror. Ein Stechen traf ihn mitten ins Herz. Seine Lippen waren plötzlich offen, geformt zu einem Zeichen stummer Erkenntnis. Dann schrie er.
Er stabilisierte sich mittels der Macht. Als er herumwirbelte, im selben Moment losstürmte in Richtung der Brückentür. Nur weg vom Fenster. Ein grausiges Klirren begleitete alles. Dauerte auch dann noch an, als Milas bereits den Luftzug an seinem Nacken spürte. Stärker und stärker wurde der Sog und unerbittlich rief der Tod nach Milas. Er konnte die Tür nicht mehr erreichen. Milas warf sich nach vorne, bekam den Griff eines Schachtdeckels zu fassen. Gleichzeitig riss der Sog ihm die Beine weg. Der Tod rief immer lauter. Etwas packte Nilas rechten Fuß, etwas, das noch kälter war als die rapide abfallende Raumtemperatur der Brücke. Ein Kreischen erwachte, dann noch eines weiter entfernt. Nilas spürte, dass er von Chaos umgeben war, wusste, dass er sterben würde, wenn nicht. Er richtete seinen Blick nach vorne, direkt auf die eine Hand, mit der er den Griff umklammerte. Die eine Hand, mit der er sein Leben hielt. Diese Hand, nur diese eine, hielt das Leben. Die andere hielt den Tod. Das schneeweiße Relikt, das all die Tage hindurch auf der Brücke gelegen hatte. Die Geistermaske, deren Berührung er in langen, schmerzhaften Stunden zu ertragen gelernt hatte. Er hielt sie in der anderen Hand, berührte das blutrote Innere mit seinen Fingerkuppen, berührte das eigentliche Innere mit seinen Gedanken. Seit er sie hastig, fast instinktiv aufgehoben hatte, widersetzte er sich ihr. Und nun gab er nach. Er beschwor den Tod herauf, um das Leben nicht zu verlieren. Der Tod akzeptierte und er sagte: So, atme nun die Dunkelheit. Nilas wurde verschlungen, verlor sich selbst, nahm kaum wahr, wie der Sog verebbte und die Luft sich beruhigte. Doch während sich seine eigenen Gedanken fast in der Nacht verblassten, dehnte sich seine Wahrnehmung aus. Die Welt, die ihm in der Macht erschien, wurde vom Nebel befreit und wurde klar. Er konnte weit blicken, er konnte alles tun. Die weiße Maske haftete an der Haut seines Unterarms, aber das, was in ihr gewesen war, füllte bereits die gesamte Galaxis. Er ließ den Griff los, der Sog war verschwunden. Zwar zerrte die unendliche Leere des Weltraums noch immer an der kostbaren Luft, die sich auf dem Brückendeck des Schiffes befand, doch Nilas hatte der Luft befohlen, dort zu bleiben, wo sie war. Er enthielt der gefräßigen Leere ihre Mahlzeit vor. Und diese Ironie raubte ihm fast den wiedergewonnenen Atem. Bring nun Leid über deine Feinde, sagte der Tod. 10 Meter von Nilas entfernt, dort, wo einst das Panoramafenster gewesen war, kehrten die Chaoswesen zurück. Als sie aus dem offenen Weltraum die Schwerkraft und Atmosphäre des Schiffes betraten, da wirkten sie fast so wie humanoide Meereswesen, die durch die unsichtbare Wand eines Aquariums hindurch ins Freie glitten. Ihr knochiger Brustkorb hob und senkte sich, als sie das erste Mal Luft atmeten. Manche von ihnen spuckten Blut darauf hin. Sie stießen es aus ihren großen, zusammengedrückten Nasen aus und es lief an ihnen herab. Was bei Corellias Höllen seid ihr? Flüsterte Nilas, leise und ohne eine Antwort zu erwarten. Die Wesen setzten sich in Bewegung. Sie schleppten sich die Brücke entlang direkt auf Nilas zu. Die meisten von ihnen hinkten und einige hatten schon so viel Blut gespuckt, dass sie kraftlos zu Boden sanken. Sie vertrugen die Luft nicht, daran hatte Nilas keine Zweifel. Doch hinter ihren näher rückenden Reihen spuckte der Weltraum immer mehr Wesen aus und bald mussten schon mehr als 30 das Schiff betreten haben. Nilas befahl ihnen zu sterben und sie gehorchten. Er griff hinaus und der Tod lieh ihm seine Augen. Mehrere hundert Chaoswesen hatten sich dem Schlachtschiff genähert und an manchen Punkten waren sie ungehindert eingedrungen. Sie rissen Kabel heraus, verwendeten Körpersäfte, um Abdeckplatten zu zersetzen und zerschlugen Konsolen und Displays. Nilas lächelte müde, als ob das jetzt noch einen Unterschied gemacht hätte. Er lauschte zitternd, als der Tod ihm etwas zuflüsterte. Gut, raunte Nilas, wohl wissend, dass der Tod sich nicht darum scherte, ob Nilas sprach oder nun dachte. Er hörte alles, jedes kleinste Detail. Er hörte sogar die Gedanken, die nicht einmal Nilas selbstbewusst waren. Nilas konzentrierte sich und übernahm dann die Kontrolle über das Schiff, so wie er es auf seiner Reise schon so oft getan hatte. Wann immer der Kurs hatte korrigiert werden müssen. Nilas musste ein letztes Mal an die Leiche seines Freundes denken, die längst in der Schwärze des Weltraums verloren gegangen war. Dann schleuderte er das Schiff in den Hyperraum. Die tödliche Beschleunigung wurde nun durch nichts mehr kompensiert und zerquetschte die Chaoswesen.
Coruscant. Du bist weit unten. Neben dir ragen schmutzige Wände aus Durastahl auf, zu beiden Seiten. Ihr Ursprung muss irgendwo unter der Brücke liegen, auf der du stehst. Ihr Ende. Du bist nicht mal sicher, ob sie eins besitzt. Du glaubst aus der Vergangenheit zu wissen, wie es oben aussieht, wie es im Himmel aussieht. Aber das ist lange her und du hast vergessen und verdrängt. Die Luft ist voller Schadstoffe. Du spürst sie auf deiner Haut und in deinen Lungen und es kostet dich Kraft und Konzentration, sie vorzudrängen. Das Gift sickert aus dem Himmel herab, denn es ist schwerer als Luft. Hier unten nun beginnt es sich zu stauen und sich zu flimmernden Nebelschwaden zu verdichten. Hier ist es besonders schlimm, hörst du jemanden sagen. Du kennst die Stimme. Du erinnerst dich dunkel, dass sie früher einmal anders geklungen hat. Voller Hoffnung ist sie damals gewesen, überschäumend von einer inneren Sicherheit und von dem Vertrauen in etwas, das größer ist als Realität. Du verlierst dich in Gedanken. Du schiebst sie fort. Du antwortest der Stimme etwas, antwortest knapp, emotionslos. Hörst dir selbst kaum zu. Das Gift dringt in deine Gedanken ein, ruft Erinnerungen wach, wirft dich zurück. Um dich herum taucht die Brücke deiner alten Korvette aus dem Nebel auf. Die Klone, die du damals getötet hast, haben ihre durchlöcherten Rüstungen wieder angelegt und gehen ihren Pflichten nach. Zeiten vermischen sich. Zwar ist der Absturz noch nicht geschehen, doch die Brücke steht bereits in Flammen. Zwar hat dein Blutbad noch nicht begonnen, doch die Klone winseln bereits in Gnade. In der Luft treibt Giftgas. Du gehst los und tötest sie alle. Sie wehren sich nicht. Auf dem Bildschirm der Brücke lodert Feuer. Hinter den Flammen nähert sich das Meer aus Wolkenkratzern mit einer Geschwindigkeit, die dir fast die Sinne raubt. Laut wird es. Laut und heiß. Dann kommt der Instinkt und dann die Schmerzen. Dann folgen ganze Jahre. Nilas, du drehst dich um. Suede Chief steht hinter dir auf der Brücke. Seine grüne Schuppenhaut glänzt von der Ablagerungen aus der Luft. Du erinnerst dich, dass die Angehörigen der Burgspezies Überlebenskünstler sind. Ihr Heimatplanet Zembla, eine Outer Rim-Welt, zeichnet sich durch vulkanische Inseln in weiten Ozeanen aus. Die Wurg sind seit Jahrtausenden schon Nomaden und fähig, sowohl im Wasser als auch an Land zu atmen. Aber das hier ist Gift und es tötet euch beide und damit vielleicht die letzten Jedi. Wir sollten nicht in diese Richtung gehen, sagt Suede. Die Luft verschlechtert sich. Wir wissen nicht, wie lange das noch so geht. Vielleicht sterben wir. Du schüttelst den Kopf. In der Ferne hörst du das Rauschen eines dunklen Meeres. Du hörst es schon seit Monaten. Du weißt, dass du Angst haben solltest. Aber du hast keine Angst. Du warst noch nie so entschlossen wie in diesem Augenblick. Ich gehe weiter, sagst du. An den beiden Rändern der Brücke siehst du einen Moment lang eine Armee aus Jedi. Sie nicken dir dankbar und stolz zu. Manche blicken zu dir auf. Dann verschwinden sie und was bleibt, ist Gift. Sleheron. In der Nacht war es manchmal erträglich. Es war dann ein wenig kälter. Zwar hatte sich die Hitze auch bis Mitternacht noch nicht verflogen, aber zumindest brannte sie nicht mehr. Der Planet besaß eine seltsame Atmosphäre, die sich schnell aufheizte, zusätzliche Wärme aber ebenso schnell wieder abgab. Wäre man es tagsüber mit einer viel zu nahen Sonne und etlichen Lavaseen zu tun hatte, blieben nachts nur letztere übrig. Nokas Mepor war schon seit Monaten nur noch in der Dunkelheit unterwegs. Es war kein vollkommenes Dunkel. So etwas gab es nicht auf einem Planeten, der fast ausschließlich aus verschiedenen Formen von Feuer zu bestehen schien. Auch in der Nacht glühte es hinter den schwarzen Gebirgsketten in einem grellen Orange. Und wenn einer der Vulkane ausbrach, dann flackerten Lichtmuster auf der dichten Schicht aus Aschewolken. Nokas Gesicht verfinsterte sich, während er auf die hohe Außenmauer zuging. Ich sollte mich nicht beschweren, redete er sich ein. Ich hätte auch auf einem leblosen Mond ohne Atmosphäre stranden können. Oder im offenen All. Und dann hätte ich nie... Er lächelte. Vertrieb den letzten Gedanken dann aber wieder. Es war nun 9 Jahre her, dass die Jedi verraten worden waren. Nokas war damals auf Kashyyyk gewesen, dem Heimatplaneten der Wookies und dem exakten Gegenteil von Sleheron.
Kaschik war während der ersten zwei Kriegsjahre neutral geblieben. Der Wookiee-Rat war in Verhandlungen sowohl mit der Republik als auch mit der Konföderation getreten. König Grak Shavar hatte mit einer Entscheidung jedoch gezögert. Als die Konföderation die Geduld verloren hatte, hatten sie Droiden nach Kaschik geschickt. Vermutlich, um Prinz Rikume gefangen zu nehmen. Doch dabei war der Sohn des Königs getötet worden. Nokas kletterte einen Steinhügel empor. Er testete dabei vorsichtig in der Macht, welcher Weg der sicherste war und keinen Erdrutsch provozieren würde. Von Stein zu Stein springend näherte er sich weiter der graubraunen Außenmauer. Es gab nur ein paar Stellen, an denen er sie überwinden konnte. Diese hier war die günstigste und trotzdem würde er hochspringen müssen. Nokas hatte sich bis ganz an die Mauer vorgearbeitet. Dann versank er in Meditation, um seine Kräfte zu sammeln. Seine Gedanken reisten zurück nach Kaschik. Nach dem Tod des Prinzen war der König fast in Rage verfallen. Meine Entscheidung, Krieg gegen die Invasoren! Kaschik war daraufhin der Republik beigetreten. Als Gegenleistung hatte die Republik viele Streitkräfte geschickt, sogar Jedi, obgleich deren Zahl bereits stark abgenommen hatte. Nokas erinnerte sich nicht mehr, wie viele Schlachten es gewesen waren, in denen er Seite an Seite mit den Klonsoldaten gekämpft hatte. Viele. Bis hin zu dem Tag, an dem die Klone ihn und alle anderen Jedi verraten hatten. Er wusste noch immer, wie sich die Todeswellen angefühlt hatten. Einer der Klone, Tioman, hatte sich gegen die anderen gewandt und Nokas zur Flucht verholfen. Er lebte nun unerkannt als Verräter in ihren Reihen. Jedenfalls hoffte Nokas, dass Tioman noch am Leben war. Er wusste nichts über die Galaxis. Er wusste nicht, ob die Republik gewonnen hatte, wusste nicht, was aus Kaschik geworden war. Er wusste nur, dass der Jedi-Orden zerschlagen und die Zahl der Überlebenden schrecklich klein sein musste. Er war auf Slehiron gestrandet, als er in seiner überstürzten Flucht einen Hyperraumring genutzt hatte, dessen Programmierung hierher verwiesen hatte. Für einen weiteren Sprung hatte er keinen geeigneten Treibstoff, weder jetzt noch damals. Ein Funksignal konnte er nicht senden, wenn er vermeiden wollte, dass die Klone ihn fanden. Auf seine Rufe in der Macht antwortete niemand. Nokas Mepor war von allem abgeschnitten. Wenn die Hitze, die er mit seinen Jedi-Techniken kaum zurückdrängen konnte, ihn nicht irgendwann tötete, dann würde er an Altersschwäche sterben. Aber verlassen können würde er Slehiron wohl nie. Er hatte genug Kraft gesammelt. Sein Körper war nun darauf eingestimmt, mit großer Wucht beschleunigt zu werden. Er befand sich in stärkerem Einklang mit der Macht als zuvor. Selbst die Hitze schien abgenommen zu haben. Nokas atmete ein letztes Mal ein und stieß sich dann vom Boden ab. Er hörte noch, wie die Steine absplitterten. Er spürte, wie er selbst pfeilschnell die Luft durchbrach und wie die Mauer als ein verschwommenes Etwas an ihm vorbeiraste. Dann ließ die Beschleunigung nach und Nokas veränderte den Fluss der Macht in seinen Körper. Er zog sich an die Mauer heran und blieb mit den Händen und den beschuhten Füßen an ihr haften. Sein Meister Rasti Kahl hatte ihm diese Technik in alten Zeiten beigebracht, lange vor dem Krieg. Nokas besaß noch immer nicht die Übung, sich auf diese Art mehr als ein paar Meter fortzubewegen, doch der Sprung hatte ihn bereits hoch genug getragen. Lautlos überwand er das Geländer und landete auf dem Wehrgang, 30 Meter über dem Boden. Unter ihm auf der anderen Seite der Mauer schlief Celine, die einzige Stadt weit und breit. Auch in der Nacht war noch zu erkennen, dass sie in einer Art riesigem halben Krater lag. Vor Jahrhunderten musste die Flanke des seit damals inaktiven Vulkans aufgebrochen sein. Da der Berg auch in diesem Zustand noch immer Schutz vor den Feuerwinden bot, hatten sich die Slihiri dort angesiedelt. Früher musste es in diesem Gebiet anders ausgesehen haben. Ruinen etlicher Wolkenkratzer, kaum mehr als Fundamente, fanden sich zu Tausenden im Umkreis von wenigen Kilometern. Einst schien es hier eine riesige Stadt gegeben zu haben, die den Naturgewalten zum Opfer gefallen war. Unter der Oberfläche gab es Höhlen, in denen sich Spuren der früheren Unterstadt fanden. Wer nicht in der Stadt lebte, lebte dort. Auch Nokas hatte sich nach seiner Ankunft eine unterirdische Ruine gesucht. Die Ansprüche eines Jedi waren nicht sehr hoch, aber dann war alles anders gekommen. Nokas ging einige Meter auf dem Wehrgang entlang und horchte dabei in der Macht nach Unruhen. Vor und hinter ihm waren zwei Wachtürme in der Mauer eingelassen und mit einer Handvoll Slehiri besetzt. Er hatte nicht versucht, in ihren Geist einzudringen, um seine Präsenz zu verschleiern. Sie waren so weit weg, dass Nokas schnell einen Fehler machen und das genaue Gegenteil erzielen konnte. Glücklicherweise kannten die Slihiri keine Jedi und kämen nie auf die Idee, nach dieser Art von Eindringlingen zu suchen. Als er die nächste der steilen Metalltreppen erreichte, begann Nokas den Abstieg. Es war eines der Häuser, die sich an den Berghang anlehnten. Zuerst ging er nur langsam auf dem Eingang im zweiten Stock zu.
Falls in den umliegenden Häusern noch jemand wach war, dann wollte er nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Dann jedoch spürte er in der Macht die Energien von drei Personen. Alle in dem Haus vor ihm. Eine zu viel. Nokas beschleunigte seinen Schritt, öffnete die riegelgesicherte Tür mit einer beiläufigen Handbewegung und trat in den Eingangsflur. Es war kühler hier. Die Aggregate taten ihren Dienst. Er horchte in die Macht hinaus. Zwei der Energien fühlten sich ruhig an, vielleicht schlafend. Die dritte dagegen war hellwach. Und sie war direkt. Nokas warf sich nach vorne. Alte Kampfreflexe erwachten wieder zum Leben. Die Macht ergriff seinen Körper und ließ ihn eine flüssige Landebewegung ausführen. Gleichzeitig brach die Decke ein. Offenbar war sie aufgesprengt worden, denn nun schnitten Bruchstücke die Haut in Nokas Gesicht und an seinen Armen. Ein Hagel aus Metallteilchen prallte gegen seinen Rücken. Dann sprang der Schatten zu ihm herab und eröffnete noch in der Luft das Feuer. Luftraum über Sliheron. Der Helm dämpfte den Lärm der Cygnus HD-7-Antriebes ein wenig, doch die Stimmen der anderen Sturmtruppen waren dennoch kaum zu verstehen. Leutnant Lankavi öffnete das Panel an seiner Armpanzerung und drehte einen der Regler um mehrere Grad. Umgebung leiser, Funk lauter. Wir sind jetzt in der unteren Atmosphäre eingetreten. Die Stimme war die des Shuttle-Piloten. Energieniveau unten in der Stadt steigt. Kavi ließ sich von der Unruhe nicht beeindrucken, starrte konzentriert durch das Visier auf den ihm gegenüber sitzenden Soldaten. Der Name Nyla war auf die Brustpanzerung der von Schrammen überzogenen Rüstung gedruckt. Der Soldat diente nun schon seit fast einem Jahr mit Kavi und hatte zu den ersten Nicht-Klonen gehört, die in die Reihen der Sturmtruppen eingetreten waren. Kavi selbst hatte während der Klonkriege eine Widerstandsgruppe auf Sereno geführt. Die Einheit, die nur mit ihm zusammen in dem Sentinel-Shuttle saß, bestand ausschließlich aus Nicht-Klonen. Kavi hatte darum gebeten. Eine Erschütterung ging durch den engen, länglichen Truppenraum des Schiffes. Jeder der 54 Soldaten war angeschnallt und die meisten hatten so wenig Bewegungsfreiheit, dass die Gurte nicht einmal nötig gewesen wären, um sie an ihrem Platz zu halten. Luftabwehr, Feuer! Meldete der Pilot. Es gab noch mehrere Treffer, als die Sekunden dahin flogen. Doch obwohl es sich nicht bloß um Streifschüsse zu handeln schien, hielten die Schilde offenbar stand. Unter seinem Helm grinste Kavi. Er wusste, warum das Trommelfeuer zwar traf, aber nicht viel Schaden anrichtete. Es war nicht irgendein Planet, den sie da angriffen. Sliheron war immerhin 10 Sekunden bis zur Landung im Stadtzentrum. Kavi nickte stumm und entsicherte sein E-11-Gewehr. Die Republik! Sie haben mich gefunden! Allein dieser kurze Gedanke schoss Nokas durch den Kopf. Er riss die rechte Hand nach oben und entfesselte eine Druckwelle der Macht. Der Angreifer wurde in die Luft gerissen, prallte oberhalb der Eingangstür gegen die Wand. Hätte er keinen Helm getragen, er wäre nun sicherlich zumindest bewusstlos gewesen. Tatsächlich aber hatte der Angreifer nicht einmal seinen Blaster verloren und ließ diesen nun kreischend aufheulen. Auf die kurze Distanz war es Nokas nur unter Anstrengung und großem Risiko möglich, den Energiesalven auszuweichen. Nach den ersten Schüssen führte er einen weiteren Satz nach hinten aus, tiefer in das Haus hinein. Er schwang sich um den Türrahmen herum und ging hinter der Wand in Deckung. Duraplast, stellte Nokas fest, als er die Rüstung des Angreifers in der Macht erfühlte. Elite-Soldaten der Klontruppen hatten Panzerungen aus diesem Material getragen. War es das, was ihm gegenüberstand? Ein Elite-Soldat? Die Denkmuster des Gehirns waren zweifellos die eines kampferprobten Mannes. Und das Design der Rüstung. Ein Objekt jagte durch die Tür hindurch, direkt an dem kauernden Nokas vorbei. Sekundenbruchteile später traf es die Wand und zerfetzte sie mit einem satten Knall. Nokas riss die Arme vor sein Gesicht, schützte sich zusätzlich mittels der Macht vor Splittern und Bruchstücken. Ein Raketenwerfer, dachte er und biss sich auf die trockenen Lippen. Er zwang sich zur Konzentration, lauschte mit rasendem Puls nach dem Klicken des Abzuges. Versunken in der Macht, dicht an die Wand gedrückt, hörte er in der Ferne das Grollen der Geschütztürme. Ein schrecklicher Gedanke kam. Nur unscharf, aber er war da. Die Republik ist wegen mir hier. Sie greifen Celine an und ich bin schuld. Das Klicken kam. Nokas kniff in einem Reflex die Augen zusammen und suchte und fand die Rakete in der Macht. Er tastete ihre Struktur, ihren Aufbau, strich über die aneinandergereihten Sprengsätze im Inneren. Eine Mersonne 1126. Nokas griff zu. Die Bombe zerplatzte etwa einen Meter vor der Tür, hinter der Nokas kauerte.
Noch während der Knall andauerte, hechtete er los, sprang direkt in die Hitze der sich ausbreitenden Explosion aus Feuer und Rauch und schob die Flammen mittels der Macht vor sich her. Aus dem grellen Zentrum, eingehüllt in die Feuernebel, sprang Nokas Mepor direkt auf den unvorbereiteten Angreifer zu. Er riss den Mann in der grünen Rüstung zu Boden. Ein zusätzlicher Machtstoß traf den Angreifer mit tödlicher Wucht. Der Mann stieß ein Ächzen aus. Noch immer im Bund mit der Macht fühlte Nokas, dass die Luft aus den Lungen entwich. Doch das war alles, was geschah. Halb fassungslos starrte Nokas auf das Visier des Fremden, das nun keine 10 cm von Nokas Gesicht entfernt war. Die Rüstung. Das. Du! Entfuhr es ihm. Jango Fett, aber du bist... Ein elektronischer Sprengsatz, gezündet vor 2 Sekunden, detonierte und Nokas Welt wurde von Schmerzen verzerrt. Tioman starrte hinauf in den Himmel. Es regnete auf Kamino. Aus dem fernen Land der blauschwarzen Wolken prasselten schwere Tropfen herab. Er war 6 Jahre alt. Er hatte heute seinen ersten Übungsdruiden zerlegt. Seine Kleidung war durchnässt. Der Regen kam ihm vor, als sei er nicht aus Wasser, sondern aus tödlichen Funken. Und genau so war es auch. Denn die dunkle Wolkendecke war keinesfalls über ihm. Sie war unter ihm, 2 Kilometer hinter dem Transparentglas des Cockpitfensters. Er war nicht auf Kamino, er war auf Slehiron. Sein Jäger befand sich im Sturzflug und der Regen bestand aus tödlichen Laserblitzen. Er riss das Steuerpad nach rechts und sein V-Wing gehorchte augenblicklich. Damit brachte er sich wieder aus dem Regenschwall heraus und zwang die Besatzung der feindlichen Geschütze, seinen Flugvektor neu zu berechnen. Mehr als einen Glückstreffer hatte Tioman ohnehin nicht zu befürchten. Auch 12 Jahre nach ihrer Konzeption waren die V-Wing noch immer die wendigsten Raumjäger der Galaxis. Keine Abwehrbatterie konnte sie auf eine solche Entfernung präzise erfassen. Schon gar nicht, wenn sie von Bewohnern eines antiken Planeten gebaut worden war. Das Comlink in Tiomans Helm knarrte. Staffelführer Rot, hier Staffelführer Blau. Kam es begleitet von Statik aus dem Lautsprecher. Wir haben die Shuttles zu den Landepunkten in der Stadt eskortiert und schalten jetzt die Geschütze aus. Bestätigt. Tioman nickte grimmig. Als der Angriffsplan bei der Einsatzbesprechung vorgestellt worden war, hatte Tioman seine Zweifel an dessen Ausführbarkeit gehabt. Die Geschütze erst nach der Landung der Truppen auszuschalten, schien ihm ebenso unsinnig wie riskant zu sein. Doch nun hatte sich herausgestellt, dass die Militärtechnik Slehirons tatsächlich so veraltet war, wie im Angriffsplan vorausgesetzt. Als Folge hatte der Feind die Shuttles nicht abfangen können und nun liefen Sturmtruppen durch Selene, noch ehe die Bewohner sich auf einen Bodenangriff hatten einstellen können. Die V-Wing-Staffel, die Tioman anführte, trat in die Wolkendecke ein. Tioman konfigurierte seinen Zielcomputer neu, sodass er ihn beim Blindflug unterstützte. Er wies seine Staffel an, es ihm gleich zu tun. Manche der Klone waren erst vor kurzem aus der Ausbildung entlassen worden und Tioman hatte in den letzten Wochen feststellen müssen, dass ihnen teilweise elementare Grundlagen fehlten. War es wirklich möglich, dass Kaminos Ausbildungsprogramm sich verschlechtert hatte? Er verdrängte den Gedanken. Sie durchbrachen die Wolkendecke und Celine lag auf einmal vor ihnen. Obgleich die einzelnen Häuser in miserablem Zustand sein mussten, sah die Stadt in Wirklichkeit noch ungleich eindrucksvoller aus als auf den Aufklärungsholos. Eingebettet in den aufgesprengten Hang des Vulkans und umgeben mit einer gewaltigen Mauer, wirkte Celine wie eine Trotzburg, errichtet gegen die brutalen Naturgewalten dieser Welt. Doch das Imperium war eine Naturgewalt aus einer anderen Welt und inzwischen hasste Tioman es. Zwillingslaser in Angriffsbereitschaft, befahl er über den Staffelkanal und atmete tief durch. Neben den Lasern war an jeden der 12 V-Wings eine Protonenbombe montiert worden. In den Händen eines Neulings waren diese Bomben eine für Freund wie Feind mehr als gefährliche Waffe. Und vor dem, was er selbst damit anstellen konnte, hatte Tioman noch ungleich mehr Angst. Lankavi warf sich auf den Boden und gab sich keine Mühe, den Aufprall aufzufedern. Stattdessen hielt er seine E-11 fest im Griff, um nun augenblicklich das Feuer zu eröffnen. 2 Männer der Sleheri-Miliz gingen am Ende der Straße zu Boden. Einen von ihnen hatte Kavi mit Sicherheit getroffen, der andere war jedoch ausgewichen. Leise verfluchte er die E-11-Gewehre. In seiner Jugend im Sereno-Widerstand hatte er deutlich präzisere Waffen zur Verfügung gehabt. Vorrücken! Brüllte Kavi und gab seiner Einheit ein Handzeichen. Die setzten sich in Bewegung. Doch noch ehe sie die nächste Kreuzung erreichten, gab Kavi das Signal zum Halten. Seine Soldaten folgten seinem Blick, als er zur finsteren Wolkendecke emporsah. Die 2. V-Wing-Staffel donnerte aus dem Himmel herab. Jeder Jäger führte dabei wilde, blitzartige Manöver durch, um dem Feuer der hämmernden Abwehrbatterien zu entgehen.
Deckung! Brüllte plötzlich ein Soldat und Kavi und die anderen reagierten binnen eines Herzschlages. Die Einheit warf sich auf den staubigen Straßenboden. Fast gleichzeitig durchbrach ein satter Knall die Luft. Die erste Jägerstaffel, die bereits seit einigen Minuten über der Stadt war, hatte sich eines der Geschütze angenommen. Hustend hob Kavi den Kopf ein wenig und stellte fest, dass sich im Norden der Stadt eine Rauchsäule erhob. Sleheron hat wieder einen Krater mehr, sagte jemand. Kavi stemmte sich wieder auf die Beine und nickte knapp. Der Kommandant lag richtig mit seiner Taktik, brummte er. Die Sleheri verwenden Vulkangas, um ihre Geschütze mit Energie zu versorgen. Trifft man die Tanks mit Protonenbomben, löst man eine Feuerwelle aus und... Ein Laserblitz pfiff an seiner rechten Schulter vorbei, versenkte die Panzerplatte. Noch während er sich umdrehte und in die Knie ging, eröffneten die anderen Sturmtruppen das Feuer auf die Angreifer. In einer Seitengasse hatten sich gut ein Dutzend Männer und Frauen der Sleheri-Miliz hinter einigen Felsen und Kisten verschanzt und deckten die Imperialen nur mit heftigem Beschuss ein. Hastig sah sich Kavi nach einer Möglichkeit zum Rückzug um, denn auf offener Straße waren sie selbst in der Hocke kaum geschützt. Aber auch hinter ihnen rückten nun Milizen an. Kavi erkannte, dass die Sleheri trotz ihrer Überzahl in heller Panik waren. Diesen Schusswechsel mochten sie gewinnen, die Schlacht nicht. Kavi wollte seinen Männern gerade befehlen, loszustürmen und sich den Rückzug freizuschießen, als die Straßen in hellen Flammen aufgingen. Negativ, hatte Tioman noch rufen wollen, doch jetzt verließ das Wort seinen Mund nur als ein ersticktes Flüstern. Rot 4, negativ, wiederholte er leise. Ein V-Wing aus seiner Staffel hatte die Straße, die sich nun direkt unter Tioman befand, mit einer Protonenbombe getroffen. Der Klonpilot hatte gesehen, wie eine imperiale Einheit ins Kreuzfeuer zweier Milizgruppen geraten war und hatte abgedrückt. Der Einschlag hatte eine der Sleheri-Gruppen getroffen und die Druckwelle hatte die anderen zu Boden gefegt. Von den Sturmtruppen, die sich zwischen den beiden befunden hatten, rührte sich niemand mehr. Tioman unterdrückte einen der Flüche, den er sich in den letzten Jahren angeeignet haben musste. Die neuen Soldaten, die von Kamino gekommen waren, hatten anscheinend keinerlei Vorstellung von der Sprengkraft ihrer Waffen gehabt. Tioman riss den Steuerknüppel scharf nach rechts und ließ den V-Wing in eine scharfe Kurve einschwenken. Er musste nachsehen, ob die Sturmtruppler noch am Leben waren. Die Straße kam nun wieder in Sicht und die fast unversehrte Gruppe Sleheri stand bereits wieder auf. Tioman drückte den Feuerknopf bis zum Anschlag und entfesselte einen Laserhagel. Die Straße platzte auf, als bestände sie nur aus Sand, und die Milizen, die nicht verglühten, wurden in die Luft gerissen. Ein einzelner Sturmtruppler hatte sich wieder auf die Beine gekämpft und warf eine Energiegranate in das Einschlagfeld der Laser hinein. Dann duckte sich der Mann, als Tiomans Jäger über ihn hinwegquickte. Tioman riss den V-Wing nach oben und hoffte, der überlebende Sturmtruppler würde einen Weg zurück zu den anderen Einheiten finden. Aufnehmen konnte Tioman ihn nicht, denn in diesem Moment erschien ein Befehl auf dem Display: Der Jedi ist im Sektor 2-24, Freigabe für Protonenbombe. Elektrische Stöße beraubten Nokas Mepo jeglicher Sinne. Erst langsam kehrte die Welt zurück und mit ihr der Feind. Der Mann, dessen Rüstung so an Jango Fett erinnerte, befand sich noch immer unter ihm, verpasste ihm nun jedoch einen Schlag ins Gesicht und riss Nokas von sich herunter. Nokas rollte 2 Meter weit über den Boden des Flurs und kam gerade rechtzeitig wieder auf die Beine, um den anstürmenden Kopfgeldjäger abzuwehren. Er stürzte sich wieder in den Kampf und mobilisierte seine letzten Kraftreserven, um den Schlagabtausch endlich zu Ende zu bringen. Selin wurde von der Republik angegriffen. Nokas hatte schon viel zu viel Zeit verloren. Wenn er Fett nicht bald besiegen konnte, dann würde er niemanden in diesem Haus vor den Klonen beschützen können. Ihm blieb noch eine Möglichkeit. Er ließ sich im Kampf in die Defensive dringen und erlaubte sich, den andauernden Schlag- und Blockbewegungen nur noch die Hälfte seiner Konzentration einzuräumen. Trotz seiner Angst befand sich Nokas noch immer im Einklang mit der Macht und sah den Kampf als ein geordnetes Chaos. Wie ein komplexes Gebilde, das eine räumliche und eine zeitliche Ausdehnung besaß. Und während er seine Kenntnis dieses Gebildes nutzte, um unter einem geschwungenen Tritt seines Gegners hinwegzutauchen, opferte er die Hälfte seiner Aufmerksamkeit dem Raketenjetpack an Jango Fetts Rücken. Wenn er dessen Raketen im Flug zur Explosion bringen konnte, dann konnte er auch... Nokas wusste, dass er einen verheerenden Fehler machte, als es schon zu spät war. Denn in genau dem Moment, in dem er mit der Macht zugriff und die Sprengsätze im Inneren der Rakete um die Isolierung beraubte, wurde die Macht von einem Aufrollen erfüllt.
Der Flur des Hauses war nun wie in Wasser getaucht und bewegte sich nur noch träge vorwärts. Doch die scheinbar eingeschlafene Zeit änderte nichts an der Unaufhaltsamkeit der Dinge. Fats Jetpack explodierte und die Tatsache, dass sich die Flammen der Kugelwelle in Zeitlupe auszudehnen schien, nützte Nokas rein gar nichts. Denn Nokas Körper war noch langsamer als das Feuer. Allein seine Gedanken reisten mit Lichtgeschwindigkeit und sagten ihm, du hast sie getötet. Die Welt schüttelte ihre Lähmung ab, nahm an Tempo zu. Nokas und Fett wurden fortgerissen, landeten mit verbrannter Rüstung und angesenktem Gewand irgendwo auf dem schmutzigen Boden. Nokas wollte schreien, aber er konnte nicht. Er wollte fort, er wollte sich aus der Macht zurückziehen und das tat er nun hastig und verzweifelt. Mit seinem aufwallenden Zorn verpasste er Fett einen gewaltigen Machtstoß, riss Bodenplatten des Flures heraus und brachte die Leuchtröhren der Decke zum Zerplatzen. Taumelnd kam Nokas wieder auf die Beine. In der Tür, vor der Fett bis vor einer Sekunde noch gestanden hatte, lag die verbrannte Leiche einer Frau. 2 oder 3 Meter entfernt kauerte ein 8-jähriger Junge hinter einer surrenden Kühleinheit. Galve Mepor hatte die Augen weit geöffnet, blickte seinen Vater ausdruckslos an und vielleicht fragte er sich, warum sein Vater den Tod seiner Mutter zugelassen hatte. Nokas Mepor schloss die Augen. Draußen spürte er die Truppen des Feindes, die das Haus nun umzingelt hatten. In der Ferne schwenkte Tioman seinen V-Wing ab und deaktivierte seine Protonenbombe. Aber davon wusste Nokas nichts. Die Schlacht war vorbei. Selene war gefallen. Lankavi wollte Tioman mit der Faust ins Gesicht schlagen, aber er wusste, dass die Sturmtruppenhelme wenigstens einen solchen Angriff ohne weiteres überstehen könnten. Seine einzige Hoffnung wäre, dem Klon das Genick zu brechen, aber dann würde man ihn wegen Verrat hinrichten und das war Kavi der Klon nicht wert. Wie geht's Ihrer Einheit? Schnauzte Kavi Tioman an. Alle wohlbehalten zurück? Er wollte sich vor dem Klon aufbauen, musste dann jedoch erkennen, dass sein Gegenüber größer war als er selbst. Ein Hoch auf die Klonkunst der Kaminoaner, dachte er wütend. Wenigstens mit Körpergrößen kennen sie sich aus. Es tut mir leid, Leutnant, sagte Tioman und bezog neben Kavi Position in der Reihe. Gut 300 Soldaten und Piloten hatten auf einem von Trümmern befreiten Platz Position bezogen. Die Reihen waren angeordnet in konzentrischen Sechsecken, die den gemeinsamen Mittelpunkt freiließen. Dort würde in Kürze das Shuttle des Kommandanten landen. Oh, kein Anlass für Entschuldigung, zischte Kavi bissig zurück, ohne den neben ihm stehenden Klon dabei anzusehen. Der Klon, der die Protonenbombe auf meine Männer geworfen hat, hat heute bestimmt mehr Abschüsse gemacht als sie in ihrem ganzen Leben. Von Tioman kam keine Antwort. Kavi redete sich in Rage. War das eine von ihren großartigen Klontaktiken? Sehr sinnig, wirklich. Eine Bombe auf die eigenen Leute, damit rechnet niemand. Kavi wusste, dass er sich lieber zurückziehen sollte, ehe er gänzlich die Beherrschung verlor. Aber er konnte nicht anders. Seine Männer waren tot. Einfach weg. Kavi drehte sich zu Tioman und verzog sein Gesicht unter seinem Helm zu einem zornigen Grinsen. Die Order 66, Leutnant. War das eigentlich Absicht? Oder hatten Sie und Ihre Klonfreunde ganz einfach nur die Lust an der Präzision verloren? Leutnant, ich weiß selbst nicht warum. Warum Sie es für nötig hielten, meine Truppen dezimieren zu lassen? Schoss Kavi hervor. Vielleicht, weil sie dem Jedi die Flucht erleichtern wollten. Dann wird es sie bestimmt ärgern, dass er gefangen genommen wurde. Zusammen mit dem Kopfgeldjäger. Und das von menschlichen Soldaten. Vom Himmel her war nun das leise Dröhnen von Shuttle-Motoren zu hören. Die Ankunft des Kommandanten stand kurz bevor und die Befehlshaber der Bodentruppen überprüften noch ein letztes Mal, ob jeder Soldat an seinem Platz war. Tioman und Kavi mussten das Gespräch abbrechen. Erst nach einer Weile brach Tioman das Schweigen. Ich stimme Ihnen zu, sagte der Klonleutnant. Etwas stimmt nicht mit Kamino. Die Soldaten, die von dort nachrücken, sind anders. Es scheint niemanden wirklich aufzufallen, weil von den ersten Klonen, die bei Geonosis kämpften, kaum noch jemand lebt. Aber würde man einen von damals und einen von diesen hier nebeneinander stellen? Tioman sprach seinen Satz nicht zu Ende. Das Shuttle war nun auf Höhe der Hausdächer herabgesunken und die Triebwerke waren zu laut, als dass Tioman noch hätte etwas sagen können. Kavi dachte über die Worte des Klons nach. Die Klonstaffelführer, mit denen er bisher zu tun gehabt hatte, waren allesamt arrogant und herablassend gewesen, selbst wenn sie den gleichen Rang bekleideten wie Kavi. Er hatte nicht damit gerechnet, dass Tioman ihm recht geben würde.
Etwas war nicht in Ordnung mit den Klonen. Es gab einen Grund für die stümperhafte eingesetzte Protonenbombe. Kamino lieferte zusehends schlechte Qualität ab. Tioman war bemüht, sich nichts aus den Angriffen Kavis zu machen. Er bedauerte das Schicksal von Kavis Soldaten und er wusste, dass er als Staffelführer verantwortlich für menschliches Versagen seiner Piloten war. Was ihn aller Verdrängung zum Trotz wurmte, war, dass Kavi nicht einmal von menschlichem Versagen sprach. Vielmehr von einem Klondefekt. Für Kavi waren Klone mehr Droiden als Menschen und als solche konnten sie nicht irren, sie konnten einfach nur kaputt sein. Während das Shuttle des Kommandanten nun auf dem staubigen Boden des Platzes aufsetzte, fragte sich Tioman, ob Kavi mit seinem Klondefekt vielleicht richtiger lag, als er es wahrhaben wollte. Er dachte seit einigen Wochen darüber nach, was mit den neuen Klonen nicht stimmte, aber er hatte es immer auf mangelhafte Ausbildung zurückgeführt und nicht auf einen genetischen Fehler. Ein Fehler, hallte es in Tiomans Gedanken. Ein Defekt in unserer DNS. Vielleicht war das der Grund. Vielleicht bin ich defekt und habe deshalb Meister Mepo gerettet, damals auf Kashyyyk. Tioman war so in seinen Gedanken vertieft, dass er glaubte, ihn vor sich sehen zu können. Nokas stand umgeben von Sturmtruppen auf der anderen Seite des Platzes, gekleidet in die grau-roten Gewänder der Eingeborenen. Nokas Augen waren ausdruckslos und glasig. Tioman wollte die Vergangenheit fortblinzeln, es gelang ihm nicht. Im Schutz seines Sturmtruppenhelms riss Tioman vor Schreck die Augen auf, als er erkannte, dass Nokas real war. Der Jedi war tatsächlich hier. Nach all den Jahren und bei all den Jedi, die es hätte treffen können, war es nun doch passiert. Das größtmögliche Unglück war geschehen. Sie hatten Nokas Mepur gefangen genommen. Bei dem Gedanken, dass er beinahe eine Protonbombe auf Nokas geworfen hätte, wurde Tioman leicht übel. Wenigstens dazu ist es nicht gekommen, dachte er sich. Aber das ändert nichts daran, dass Nokas nun doch vom Imperium aufgespürt wurde. Und wenn sie ihn identifizieren, dann werden sie sich fragen, welcher Klon damals seinen Tod gemeldet und bestätigt hat. Tioman schluckte. Nach nun 9 Jahren kreuzten sich seine und Nokas Wege erneut und sie waren in größerer Gefahr als je zuvor. Er hätte es ahnen müssen. Der Kommandant, der in wenigen Sekunden über die Landerampe des Shuttles verlassen würde, hatte großes Geschick als Strateg und Taktiker bewiesen. In dem Moment, in dem er sich auf die Suche nach dem Jedi gemacht hatte, war es nur eine Frage der Zeit gewesen, einen zu finden. Und da war noch mehr. Der Kommandant plant etwas, hatte Tioman am Morgen zum Staffelführer der Blauen Einheit gesagt. Wir sind in den letzten Monaten mehrmals auf den gleichen Routen geflogen. Und jetzt plötzlich reisen wir durch die halbe Galaxis und finden einen Planeten, der auf keiner unserer Karten mehr auftaucht und auf dem sich angeblich ein Jedi befindet. Der andere Klon hatte den Kopf geschüttelt. Im Vertrauen, Leutnant. Man wird den Kommandanten bald seines Ranges berauben. Er ist ein Exzentriker, der beim Imperium keine Zukunft haben wird. Tioman schob den Gedanken an das Gespräch fort und hob seinen Kopf wieder. Die Landerampe herab, gefolgt von 4 Sturmtruppen, kam ein hochgewachsener, schlanker Mann in der Uniform eines Captains. Der Kommandant hatte blaue Haut und seine Augen glühten in einem intensiven Rot, das auch aus der Entfernung deutlich zu erkennen war. Captain Thrawn trat vor die Gefangenen. Bib Durka hatte ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Der Twi'lek wäre am liebsten im Shuttle geblieben. Aber vor und hinter ihm waren Sturmtruppen, außerhalb des Shuttles noch 300 weitere. Der offenbar mit übermenschlicher Intelligenz gesegnete Captain Thrawn rundete die Bedrohlichkeit der Situation wunderbar ab. Durka bemühte sich um einen neutralen Gesichtsausdruck und folgte Thrawn und dessen 4 Sturmtruppen die Landerampe hinab. Wie war es nur so weit gekommen? Als er vor 9 Jahren begonnen hatte, sich in der Organisation des Verbrecherlords Jabba the Hutt hochzuarbeiten, da hatte er es gewiss nicht darauf angelegt, als Unterhändler mit dem Imperium zu fungieren.
Wo einstmals korrupte Politiker der Republik jede Unterstützung der galaktischen Unterwelt dankend angenommen hatten, standen nun die unbarmherzigen, unbestechlichen Offiziere des Imperiums. Das Schmugglergeschäft war lohnender, aber auch gefährlicher geworden unter der neuen Ordnung. Und Durka war immer froh gewesen, diesen Beruf hinter sich gelassen zu haben. Hätte er damals gewusst, dass es Jabba tatsächlich doch noch gelingen würde, mit dem Imperium zu paktieren, er hätte nicht nur den Job, sondern auch den Auftraggeber gewechselt. Ein Arbeitskollege? Durka schreckte auf. Er hatte das Ende der Landerampe inzwischen erreicht und war unglücklicherweise neben Thrawn zum Stehen gekommen. Seine nervösen, gelblichen Augen wanderten zuerst zum interessierten Gesicht des Captains und dann zu den Gefangenen, die man Thrawn vorführte. Der Mann mit der halb verbrannten Kleidung musste der Jedi sein. Etwas entfernt auf einer Repulsorliege lag ein ungefähr 8-jähriges Kind. »Nein, nicht der Junge«, hörte Durka Thrawn sagen. »Ich spreche von Boba Fett.« Der Twi'lek zuckte zusammen und im gleichen Moment erkannte er, dass sich unter all den Soldaten in schmutzigen Rüstungen eine Gestalt befand, deren Ausrüstung nur entfernt an die des Imperiums erinnerte. Boba Fett, Jangos Sohn, gehörte ganz offensichtlich ebenfalls zu den Gefangenen und stand aufrecht und in Energiehandschellen zwischen den zwei Sturmtruppen. Das war schlecht, erkannte Durka augenblicklich, das war ganz schlecht. Die Imperialen hatten Fett in ihrer Gewalt und wenn jemand die entsprechenden Schlüsse zog, dann war es Thrawn. Rekapitulieren wir den Ablauf der Ereignisse, sagte der Captain zu Durka gewandt. Vor 7 Jahren, Durka, zeitgleich mit der Order 66, gelingt es ihnen, diesen Jedi hier mit einem kleinen Trick aufs Leheron festzusetzen. Einem Planeten, der seit Jahrtausenden keinen Kontakt mehr zur Außenwelt hat und vergessen wurde und zudem keine hyperraumfähigen Schiffe besitzt. Durka spürte, wie er von Nokas Mepo stechendem Blick getroffen wurde. Er zwang sich, Mepo zu ignorieren und sich stattdessen auf Captain Thrawn zu konzentrieren. Was zwar einfacher, aber nicht unbedingt erbaulicher war. Ihr habt diese Information an Jabba weitergegeben, fuhr Thrawn fort, und dazu verwendet, um in dessen Organisation ein paar Stufen nach oben zu klettern. Jabba hat das Geheimnis um den Aufenthaltsort dieses Jedis schließlich an mich verkauft, indem er genau den schickte, der es ohnehin schon kannte, euch. Durka wollte etwas sagen, aber ihm fiel nichts ein, da Thrawn noch von einer richtigen Schlussfolgerung hätte abbringen können. Zumal Thrawn den Gedanken sicherlich längst zu Ende gedacht hatte und ihn lediglich noch einmal erklärte. Wir reisen also nach Sleheron, dem Planeten, auf dem sich euren und Jabbas Informationen zufolge der Jedi befindet, schloss Thrawn. Wir finden den Jedi, aber wir finden auch Boba Fett, einen Kopfgeldjäger, häufig in Jabbas Diensten, zufällig ebenfalls an Nokas Mepor und dessen Gefangennahme interessiert. Thrawn machte eine kurze Pause. Muss ich weiterreden? Durka schüttelte den Kopf. Er hatte nichts davon gewusst, dass Jabba Fett schicken würde, um den Jedi gefangen zu nehmen und vorzubringen, ehe das Imperium Sleheron erreichen würde. Durka hatte geglaubt, Jabba würde fair spielen. Aber er hätte es besser wissen müssen. Der Hutt hatte versucht, einen Handel mit dem Imperium zu schließen, ohne dabei den Preis zahlen zu müssen. Es hatte nicht funktioniert. Und wenn Durka schon nicht derjenige war, der Thrawn zu hintergehen versucht hatte, so war er doch leider der Bote Jabbas. Ich denke, sagte Thrawn, es wäre sehr inkonsequent, wenn ich euch nun die Informationen gebe, um die Jabba im Austausch für das Versteck des Jedi gebeten hat. Denn mit Fetts Anwesenheit hier möchte mir Jabba offenbar mitteilen, dass die Vereinbarung geplatzt ist. Durka schloss mit dem Leben ab. Thrawn winkte einen Offizier herbei. Leutnant Lankavi? Kavi nickte respektvoll. Ja, Sir. Legen Sie Durka Handschellen an. Er soll augenblicklich zum Sternenzerstörer geflogen werden, zusammen mit dem Jedi-Kind. Ein anderer Offizier trat vor und machte ein unsicheres Gesicht. Sir, begann der Mann vorsichtig, Gefangenentransporte fallen für gewöhnlich in meine Verantwortung und nicht in die eines Sturmtrupplers, wenn ich anbieten dürfte. Sie dürfen. Aber was in Ihrer Verantwortung liegt, bestimme ich. Thrawn sah zu Nokas und Fett hinüber, beide noch immer bewacht von Sturmtruppen. Sie werden diese beiden in mein persönliches Shuttle bringen, sagte er knapp zu dem zweiten Offizier, während der Angesprochene und Lankavi hastig salutierten, fügte Thrawn hinzu, sie werden uns für eine Weile begleiten. Der Gang durch das zerstörte Celine war nicht gerade das, was Durkas geplagtem Gewissen gut tat.
Es war auch sein Verdienst, dass Jabba und anschließend das Imperium davon erfahren hatten. Und so fiel es ihm in diesem Moment schwer, der gefühlskalte Gangster und Geschäftsmann zu bleiben, der er immer sein wollte. Er hatte keinen einzigen Schuss abgefeuert. Er war erst angekommen, als die Schlacht bereits vorbei gewesen war. Aber konnte er wirklich an den verkohlten Überresten eines Wohngebäudes vorbeigehen und sich selbst einreden, er hätte rein gar nichts mit all dem zu tun? An einer Kreuzung sah Dorka vorsichtig über seine Schulter, wo Langkawi mit einer knappen Kopfbewegung deutlich machte, dass es nach links weiterging. Der Sturmtruppler hielt mit der einen Hand eine Waffe auf den Twi'lek gerichtet und lenkte mit der anderen die Repulsorliege. Der bewusstlose Junge, der damit transportiert wurde, stellte einen weiteren Stich in Dorkas Herz dar. »Ich konnte das nicht ahnen«, sagte er sich immer wieder. »Ich konnte nicht ahnen, dass der verdammte Jedi eine Familie gründen würde.« Er fühlte sich hilflos. Nicht nur wegen der schmerzhaften Handschellen, sondern auch, weil er vollkommen die Kontrolle verloren hatte. Über alles. Dinge, die er vor einem Jahrzehnt getan hatte, hatten völlig andere Konsequenzen gehabt als erwartet. Und was er nun in der Gegenwart tun würde, bestimmte allein das Imperium und dieser schreckliche Thrawn. Letzterer hätte ihn genauso gut freilassen können, dann wäre Dorka eben von Jabba hingerichtet worden. Jetzt, wo sowohl das Gesetz als auch die Gesetzlosen seinen Tod wollten, wohin konnte er noch gehen? Die Antwort offenbarte sich in Form eines imperialen Lambda-Shuttles mit der Aufschrift 0815. Weitergehen, hörte Dorka den Sturmtruppler hinter sich murren, als der Twi'lek unwillkürlich stehen geblieben war. Die Rampe des Shuttles wurde ausgefahren. Als Dorka sich daran machte, einzusteigen, wurde sein Gang noch ungleich wackeliger als ohnehin schon. Im Inneren eines imperialen Shuttles wurde die Tatsache, dass er ein Gefangener eines unbezwingbaren Reiches war, noch viel deutlicher. Der Pilot kam aus dem Cockpit heraus und half Leutnant Langkawi dabei, die Repulsorliege mit dem Jungen zu sichern. Gut, sagte Kawi zu dem anderen Imperialen. Ab hier übernehme ich. Melden Sie sich bei einem der anderen Shuttles als Navigator. Der Pilot sah ein wenig verdutzt aus, gehorchte aber ohne weiteres. Als der Mann die Rampe verlassen hatte, sagte Kawi eine Weile lang nichts und schien zu warten, bis der Pilot um den nächsten Häuserblock gebogen war. Dann schließlich nahm er die Waffe herunter und deaktivierte die Sicherung von Dorkas Handschellen. Der Mund des Twi'leks klappte in stummem Erstaunen weit auf. Also dann, erklärte Kawi und klang, als würde er unter seinem Helm grinsen. Sie wissen, wie man ein Schiff fliegt. Dorka nickte ungläubig. Dann grüßen Sie Jabba von mir, den alten Gauner. Leutnant Langkawi wandte sich zum Gehen. Sagen Sie ihm, wenn ich noch mehr Kollegen freikämpfen muss, will ich bald mehr Geld. Fügte er noch hinzu und trat dann die Rampe herunter, ohne sich ein einziges Mal umzudrehen. Zurück blieb ein ratloser Twi'lek. Hatte Jabba tatsächlich einen Agenten in Thrawns Streitkräfte eingeschleust? Wie auch immer, ein Shuttle fliegen konnte Dorka. Früher hatte er sein eigenes Schiff gehabt. Er würde hier wegkommen, er würde dem imperialen Vaporisieren entgehen. Doch noch während sich die Rampe wieder nach oben fuhr und Dorka sich ins enge Cockpit des Raumers zwängte, sank seine Stimmung wieder. Er konnte auf keinen Fall zu Jabba zurückkehren. Denn natürlich hatte Thrawn Jabbas Verrat nicht auch noch mit einer Bezahlung honoriert. Wo sollte er hin? Er konnte nicht sein ganzes Leben lang vor Jabba und dem Imperium fliehen. Er musste dem Hutt irgendwas anbieten, irgendeinen Ausgleich, irgendetwas. Er drehte sich um. Der Jedi, Junge, sagte er laut und all die Reue der letzten halben Stunde war vergessen. Coruscant. Du kämpfst. Die eisblaue Klinge deines Lichtschwertes tanzt vor deinen Augen auf und ab. Wieder und wieder prallt sie gegen das Vibroschwert des metallenen Wächters. Wenn du ihn triffst, wenn auch nur eine deiner Schläge die Panzer des Droiden durchbohrt, dann hast du gewonnen. Und wenn sein Vibroschwert dich trifft, dann verlierst du vielleicht einen Arm, ein inneres Organ oder auch dein ganzes Leben. Eine dieser zwei Möglichkeiten wird Wirklichkeit werden. Vielleicht gleich. Vielleicht genau jetzt. Du reißt deine freie Hand nach oben und entfesselst die Macht. Die Luft verdichtet sich und wird tödlich, prallt als eine flimmernde Windkugel mit unvorstellbarer Wucht gegen die metallische Legierung des Droiden. Schwarze Farbe splittert ab, der Rumpf wird eingedellt, doch der Droide kämpft weiter, drängt dich wieder in die Defensive. Du legst mehr Wucht in deine Angriffe. Dieser Droide hier ist kein gewöhnlicher.
Das hast du schon gewusst, als du ihn in der Macht das erste Mal gespürt hast. Der Droide bewacht eine Quelle dunkler Energie. Und das kann nur eines bedeuten. Die Energie ist nutzbar, wertvoll. Je besser die Verteidigung, desto größer der Schatz. Du lässt dich ein wenig fallen, beugst die Knie durch und ziehst den Schwertarm des Droiden über dich hinweg. Der Droide verliert über dir das Gleichgewicht. Du hältst die Luft an, stößt die gleißende Klinge deines Schwertes nach oben, direkt in den Kern des Droidenrumpfes. Du spürst die ersten Wirbel einer Machtwelle und du verstehst die Warnung. Mit einem Schub beförderst du den Droiden in die Luft, fast bis an die Decke der düsteren Lagerhalle, wo er zu einer kleinen Sonne zerplatzt. Eine halbe Sekunde lang ist dieser Teil der unterirdischen Festung von Licht geflutet. Dann schließlich kehrt die Dunkelheit zurück und du beginnst wieder zu atmen. Das waren die letzten, sagt Svate und deaktiviert seine Schwertklinge. Und es scheint hier tatsächlich keine lebenden Wachen gegeben zu haben. Alles Droiden. Wir befinden uns in einem Nexus dunkler Energie, sagst du und stichst mit dem Schwert in die Panzertür, die in den nächsten Raum führt. Lebendige Wachen würden es hier nicht lange aushalten. Das gilt auch für mich, bemerkt Svate und sein Gesicht deutet darauf hin, dass er sich mehr als unwohl fühlte. Du machst dich daran, ein Stück aus der Tür herauszuschneiden. Ohne deinen Freund anzusehen, sagst du, wir haben in den letzten Monaten gelernt, die giftige Luft von Coruscants Unterstadt zu atmen. Wir haben uns angepasst, wir sind besser geworden. Die Tür ist durchbrochen. Wenn wir müssen, dann werden wir eben die Dunkelheit atmen. Du steigst durch die neu geschaffene Öffnung. Achtest darauf, dass du die glühenden Ränder nicht berührst. Du betrittst die kleine Kammer, die das Herz dieser geheimen Festung bildet. Auf einem schwarzen Sockel liegt eine schneeweiße Maske. Du atmest tief durch. Kamino. Er kam gegen Mitternacht. Lamassu, der Premierminister Kaminos, hatte bis in die späten Abendstunden hinein Nachrichten von imperialen Kommandanten studiert, nicht ahnend, was ihm noch bevorstehen sollte. Obwohl alle Nachrichten ähnlich lauteten und fast ausnahmslos Beschwerden darstellten, hatte er jede einzelne quergelesen. Mangelnde Qualität der Klone, sich rapide verschlechternde Kampftauglichkeit, zahlreiche Defekte zu beklagen. Lamassu hatte ein und dasselbe Problem nun schon von Dutzenden von Kommandanten auf unterschiedliche Art erklärt bekommen. Als seine Müdigkeit einen bestimmten Punkt erreicht hatte, war er einen Moment lang versucht gewesen, einem der Imperialen kurz und bündig zu antworten. Kamino weiß es und Kamino ist es egal. Aber dafür war es noch zu früh. Sie mussten noch ein wenig mehr Zeit gewinnen. Das Imperium musste noch eine Weile lang glauben, dass die Defizite ungewollte Fehler waren, an deren Behebung man in Kaminos Forschungseinrichtungen auf Hochtouren arbeitete. Es hatte Vorteile, wenn man der einzige Experte auf seinem Gebiet war. Denn wenn die Kaminoaner das Problem nicht lösen konnten, wer da draußen würde sich anmaßen, sich an einer Lösung auch nur zu versuchen? Gegen Mitternacht schließlich kündigte der Tod seinen bevorstehenden Besuch an. Lamassu schreckte aus seiner Trägheit auf, alarmiert von den dumpfen Warntönen, die in ganz Tipoca City erklangen. Mit einem gedämpften Zischen verschwand die Tür seines Wohngemaches in der Wand und die schmale Gestalt eines leblosen und gefühlskalten Imperialen erschien. Admiral Rapt Wufa war der oberste Kommandant der Sturmtruppen und der Tai-Geschwader, die das Imperium in Tipoca City stationiert hatte. Offiziell waren sie dort, um die Klonfabriken vor Angriffen zu schützen. Inoffiziell, das wusste jedes Mitglied aus Kaminos Regierung, sorgten Wufa und seine Soldaten dafür, dass die Kaminoaner gehorchten und dem Imperium nicht das Rückgrat brachen. Ein Schiff ist entdeckt worden, sagte Wufa droidenartig und sparte sich einmal mehr jegliche Höflichkeiten. Es ist bis an den Gravitationsbereich des Planeten gesprungen und tritt in diesem Moment in unsere obere Atmosphäre ein. Unsere Atmosphäre? Wollte Lamassu zuerst entgegnen, schluckte seine Abneigung gegen Wufa dann jedoch herunter. Antworten Sie auf unsere Funksprüche? Entgegnete der Premierminister noch im Aufstehen. Wufa schüttelte knapp seinen Kopf. Wir bezweifeln, dass Sie es können. Wir sind uns nicht einmal sicher, ob überhaupt Personen an Bord sind. Lamassu gestattete sich, vor Wufa nicht Überraschung zu zeigen, aber innerlich war er so aufgewühlt wie schon lange nicht mehr. Ein einzelnes Schiff mochte bedeutungslos sein, aber es brachte eine unberechenbare Komponente in einen sorgfältig durchdachten Plan. Das gefährliche Spiel, das Kamino, das Lamassu mit dem Imperium spielte, war nur dann zu gewinnen, wenn keine Spielfiguren auftauchten, die ihm gänzlich unbekannt waren. Ein Geisterschiff?
fragte der Premierminister im neutralen Tonfall. In jeder Hinsicht ja. Die Hälfte des Schiffes fehlt. Dass der Hyperraumantrieb noch funktioniert, ist angesichts der Schäden kaum vorstellbar. Die Sublichttriebwerke? Der sonst so herablassende Wufer war sichtlich in Verlegenheit. Nun ja, sie fehlen. Lamassu trat an ihm vorbei, direkt auf die Tür zu. Es muss eine Möglichkeit geben, das Schiff zu identifizieren, sagte er ruhig. Wufer räusperte sich. Genau dort liegt das größte Rätsel. Wir haben es bereits identifiziert. Und? Es ist ein Schiff, welches vor circa 9 Jahren über Coruscant zerstört wurde. Die Invisible Hand. General Grievous Schlachtschiff. Ein paar Minuten später stand Admiral Rapt Wufer draußen auf einem weitläufigen Aussichtsbalkon. Das Dach war eingefahren worden, damit die Kaminoaner und die Imperialen zum Himmel hinaufblicken konnten. Die Invisible Hand, wenn sie es denn wirklich war, hielt direkt Kurs auf Tipoca City. Wenigstens dieser Information der Sensoren konnte man wohl trauen, befand Wufer. Er und der kaminoanische Verteidigungsminister Vida hatten sämtliche Truppen, Jägerstaffeln und Geschütze der Stadt in Kampfbereitschaft versetzen lassen. Noch immer hatte die Invisible Hand auf keinen der Funkrufe reagiert. Wufer war sich nicht sicher, wie nahe er das Schlachtschiff herankommen lassen wollte, ehe er den Befehl zum Abschuss gab. Zwischen den Sturmwolken tauchte nun ein kleiner dunkler Punkt auf, der rasch größer wurde. Aus einer Tasche seiner von Dauerregen durchnässten Uniform nahm Wufer ein Laserfernglas und richtete es auf das Geisterschiff. Und tatsächlich, auf dem Display des Fernglases war der geschliffene, nahezu geschmolzene Rumpf klar zu erkennen. Was dort vom Himmel herabstieg, das war kein gewöhnliches Schiff der Munificent-Klasse. Nein, es war tatsächlich die Hand. Sie war vor gut 9 Jahren über Coruscant abgestürzt und dabei hatte sich der Bug verformt. Wufer selbst war dort gewesen und hatte einen kleinen Kampfverband mit mehreren Korvetten kommandiert. Was tat dieses Schiff hier? Wie flog es? Wer flog es? Eine Staffel Tai-Jäger startete und jagte mit dröhnenden Zwillings-Ionentriebwerken schrecklich dicht an dem Aussichtsbalkon vorbei. Einige Kaminoaner wichen erschrocken zurück. Der Krieg mochte die Produktion der Klonarmee ihr Geschäft geworden sein. Aber vor ihrer Haustür schätzen sie ihn nicht besonders. Wufer hatte kaum mehr als Verachtung für die Kamonianer übrig. Auf der Rangliste seiner Todesfeinde rangierten nur die geschlagenen, geglaubten Konföderationen und der kamonianische Sturmregen noch über ihnen. Insofern war dieses hier ein Gipfeltreffen aller Dinge, die Wufer hasste. Die Invisible Hand war nun so nah, dass sie mit bloßem Auge mehr als gut zu erkennen war und ein Raunen durch die Menge gehen ließ. Wufer dagegen, der sich von der Echtheit des Schiffes schon mit seinem Fernglas überzeugt hatte, fiel etwas gänzlich anderes auf. Es war kein Triebwerk zu hören. Da war das Tosen des Sturmes, aber keine Laute, die vom Schiff ausgingen. Und für einen Absturz war die Hand viel zu langsam. 100.000 heulende und jaulende Krathunde, brummte Wufer und kümmerte sich nicht um den neben ihm stehenden Kamonianer, der ihm einen entsetzten Blick zugeworfen hatte. Das Gemurmel unter den Beobachtern wurde lauter, als das Geisterschiff ungefähr 1 Kilometer über der Stadt plötzlich abbremste und schließlich regungslos in der Luft hing. Einige Kamonianer verließen den Balkon und zogen sich in den trügerischen Schutz des anliegenden Flurs zurück. Wufers Puls beschleunigte sich. Es würde keine 10 Sekunden dauern, nach dem Kommling zu greifen, um den am Himmel kreisenden Tai-Jägern den Angriff zu befehlen. Zwar waren nahezu keine intakten Waffensysteme an Bord des Schiffes geortet worden, aber wenn die Hand ohne Antrieb fliegen konnte, warum sollte sie dann nicht auch in der Lage sein, Tipoca City zusammenzuschmelzen und auf die Tiefe des Ozeans zu versenken? Er beschloss, dass er genug hatte. Admiral Wufer an die Staffel 4 bis 12, sprach er langsam und deutlich in sein Kommling. Angriffsfreigabe erteilt. Berauscht von seiner eigenen Macht ließ Nilas Dirto sich einfach fallen. Er war einen halben Herzschlag zuvor aus einer der Öffnungen gesprungen, die früher einmal in einer der Dutzenden von Rettungskapseln gemündet hatte. Nun jedoch befand er sich in freiem Fall und ließ die Invisible Hand über sich zurück. Seine wallende schwarze Kleidung folgte ihm wie ein Schweif einem Kometen. Sein Gesicht war hinter der schneeweißen Maske verborgen, die er damals auf Coruscant gefunden hatte. Einmal mehr hatte er einen Pakt mit dem Tod geschlossen. Und der Tod zahlte großzügig. Ein einziger Gedanke genügte, um Nilas zuerst in eine aufrechte Position zu bringen, um den Fall dann zu verlangsamen. Nilas schwebte durch den Sturmregen Kaminos hindurch, der von Lichtpunkten übersäten Silhouette von Tipoca City entgegen. Er glitt in die Tiefe und fühlte sich zum ersten Mal seit langer Zeit wirklich großartig. Irgendwo hinter dem Regenvorhang hörte er die Motoren von Tai-Jägern.
Nilas hatte während der Jahre in Coruscant Unterstadt hin und wieder ein paar Thais gesehen. Wirklich viel wusste er nicht über die neuen Jagdmaschinen des Imperiums, aber das musste er auch gar nicht. Mit den unerschöpflichen Kräften, die der Geist der Maske ihm verlieh, ließ Nilas seine Sinne schweifen und seine Wahrnehmung wachsen. Er fand fast 100 Thai-Jäger, alle der Invisible Hand, unterschiedlich nahe. Ihn selbst dagegen schienen sie nicht bemerkt zu haben. Das war verständlich, immerhin war er nur ein schwarzgewandter Mensch inmitten eines stürmischen Nachthimmels. Nilas lächelte. Er konzentrierte sich und nutzte seine Macht, um seine Stimme um ein Vielfaches zu verstärken. Nilas Dirto war lauter als das Donnergrollen, als er sich erbarmte, den Sterblichen ihren Untergang zu erläutern. »Meine imperialen Freunde«, sagte er, »ihr erinnert euch vielleicht an den Jedi-Orden, der euch Jahrtausende lang beschützte und den ihr verraten und ermordet habt.« Mit lang erhoffter Genugtuung spürte er die Angst der Geschöpfe, die in der Schwärze unter ihm krochen. Und jetzt brüllte er: »Heute werdet ihr dafür bezahlen!« Er atmete tief ein und dann begann er. Mit geschlossenen Augen tastete er sich in der Macht vor zu den Triebwerkleitungen des Thai-Jägers. Mit einem einzigen Gedanken zerquetschte er die Isolierung und legte den gewaltigen Energiefluss des Jägers frei. Eine Kettenreaktion wurde ausgelöst und wenige Augenblicke später kollabierte der gesamte Ionenreaktor. Die Thai-Jäger zerplatzten und die entstehende Feuerwelle verwandelte die Rümpfe der beiden Flügelmänner in glühende Kometen. Es hatte kein Feindfeuer gegeben, keine Kollision, nichts. Von außen betrachtet war die Jagdmaschine einfach zerrissen worden, wie von einer unsichtbaren Hand. Die dahinter fliegenden Jäger wichen aus und eröffneten das Feuer auf das dunkle Geisterschiff. Teile des Rumpfes platzten auf, doch nichts weiter geschah. Weder erwachten irgendwo verborgene Geschützbatterien zum Leben, noch setzte sich die Invisible Hand in Bewegung. Stattdessen ging mit einem Mal ein Ruck durch eine ganze Staffel Thai-Jäger. Die anfangs in großzügigem Abstand zueinander fliegenden Jäger wurden gewaltsam aus ihrer Flugbahn gerissen und wie von einem riesigen Magneten auf einen Punkt gezogen. Eine Kugel aus Thai-Jägern entstand, die sich immer weiter verdichtete und schließlich mit einem hellgelben Feuerwerk das Zeitliche segnete. Gleichzeitig ordnete sich der Regen neu an. Die Tropfen schossen nun nicht mehr in schimmernden Strichen dem aufgewühlten Ozean entgegen, sie bewegten sich zusehends in völlig neuen Bahnen. Begleitet von immer neuen Explosionen imperialer Maschinen bildeten sich Ringe aus Regenlinien. Bald war auch von den Aussichtsplattformen zu erkennen, dass die gigantischen Ringe einen bestimmten Punkt umgaben, fast wie Planetenbahnen um eine Sonne. Und nun, wo der eigentliche Regen in der Luft blieb, wurde er durch etwas noch wesentlich Eindrucksvolleres ersetzt. Auf Tipoca City ging ein Hagel von zerschmolzenen Thai-Jägern herunter. Admiral Rapt Woofer steckte sein Comlink wieder zurück, nachdem er die letzten Minuten hindurch ununterbrochen Befehle gebrüllt hatte. Von hier, das sah er nun, konnte er nichts ausrichten. Er musste runter vom Balkon und sich einen Weg zum Kommandostand bahnen. Gewaltsam schob er sich an einem älteren Kamonianer vorbei. Sturmtruppen sammelten sich an den Ausgängen und gaben einige Warnschüsse in den Nachthimmel ab, um die Ordnung wiederherzustellen. Gut so, dachte Woofer und bemerkte nicht die Klonsoldaten, die, gekleidet in alten Rüstungen aus alten Zeiten des Krieges, plötzlich auf dem Aussichtsbalkon erschienen waren. Was soll das? Wollte Woofer ihnen zurufen, doch plötzlich erklang ein lauter Signalton, der nur eines bedeuten konnte. Premierminister Lamassu persönlich wandte sich über die Lautsprecheranlage an die gesamte Bevölkerung der Stadt. Und Lamassu sagte nur ein einziges Wort. Skorpion! Der Schuss eines Klonsoldaten traf Rapt Woofer mitten in den Brustkorb. Und ehe er es begriff, war er tot. Nilas gingen die Ideen aus. Das Zusammenschieben der Thai-Staffeln zu Kugeln war seine bisherige Lieblingsanwendung seiner neuen Kräfte. Die herkömmlichen Machtstöße und das Zerquetschen der Ionentriebwerke dagegen hatten bald ihren Reiz verloren. Ein paar Thai-Jäger hatte er in den Ozean geschleudert, da es recht nett ausschaute, wenn sich die Flammen über die Oberfläche des Meeres ergossen. Allerdings geschah dieses viel zu weit entfernt, als dass er es im Detail hätte betrachten können. Der Geist der Maske ließ ihn zwar den Tod der Piloten spüren, wirklich befriedigend war das Ableben von Unbekannten allerdings nicht. Vader, Palpatine, ihr Tod wäre gewiss von atemberaubender Schönheit.
Aber sie waren nicht hier und somit musste die Galaxis noch eine Weile auf ihr Gleichgewicht warten. Doch Nilas wusste genau, was er zu tun hatte. Er wusste genau, wie die Rache der Jedi aussehen würde. Auf Kamino hatte es nun begonnen und auf Coruscant würde es enden. Überrascht schleuderte er ein paar grüne Laserblitze zur Seite, die unmissverständlich auf ihn gezielt waren. Offenbar waren die gigantischen Ringe aus machtgelenkten Regentropfen, die Nilas umgaben, für die Imperialen der entscheidende Hinweis gewesen, wer ihre Staffel dezimierte. Mit einer raschen Handbewegung riss Nilas den beiden anfliegenden TIE-Jägern die sechseckigen Solarsegel ab, um diese dann mit aller Wucht gegen die kugelförmigen Cockpits zu drücken. Jäger und Piloten endeten im Feuer. Fremder, hörte Nilas auf einmal eine mit kamonianischem Akzent sprechende Stimme. Hier spricht Lama Su, der Premierminister Kaminos. Wir wissen nicht, auf wessen Seite ihr steht, aber wenn euer Zorn dem Imperium gilt, dann hoffen wir, dass wir uns nicht ebenfalls schuldig gemacht haben. Nilas hielt inne und blickte auf die Poker City hinab. Lama Sus Stimme erklang erneut aus den Lautsprechern der Stadt. Wie ihr seht, wenden sich unsere Soldaten in diesem Moment gegen die hier stationierten Sturmtruppen. Wir möchten die imperiale Knechtschaft abwerfen und wenn ihr uns verschont, dann werden wir euch in eurem Feldzug unterstützen. Nilas faltete die Hände. Eine vorbereitete Klonrebellion gegen das Imperium. Das war ja noch besser, als er erhofft hatte. Ich denke, sagte Nilas, wir kommen ins Geschäft. Dieses Hörbuch wird fortgesetzt auf CD2. Coruscant. Du atmest schwerer als sonst. Du bist nicht sicher, was der Grund dafür ist. Vielleicht ist das Atmen auch deshalb so schwer, weil die Luft noch immer voll Gift ist. Wohin ihr auch zieht, es ist möglich, dass auch das uralte Sith-Artefakt in deinem Rucksack seinen Teil dazu beiträgt, dass deine Lungen mit stickiger und eiskalter Luft gefüllt sind. Was immer diese Maske ist und wer auch immer sie dort verborgen hat, wo du sie gefunden hast, jetzt gehört sie dir und die Stimmen, die in ihr widerhallen könnten, der Schlüssel sein, um die Jedi zu rächen. Vielleicht würde für diese Rache ein Preis zu zahlen sein, aber das wäre in Ordnung und nicht das erste Mal. Seit ein paar Tagen folgen du und Swade nun schon einigen seltsamen Gerüchten. Ein paar der Schrotthändler sprachen von einem Ort, an dem es eine große Menge von Ersatzteilen geben soll. Sie selbst seien noch nie dort gewesen und angeblich gäbe es dort mehrere Wachmannschaften. Aber fast alle Händler waren sich einig, dass sich dort etwas Wichtiges befindet. Etwas Großes. Mehr hast du nicht wissen müssen. Es ist wie mit der Maske. Je mehr Wachen, desto größer der Schatz. Je höher der Preis, desto wertvoller ist das, was du erwirbst. Vor einer Stunde seid ihr in ein Labyrinth aus Tunneln eingedrungen, wie es sie in Coruscant-Unterstadt zu Tausenden gibt. Swade war dagegen, wie so oft. Wenn es am Ende des Labyrinths etwas gibt, das euch von Gejagten zu Jägern macht, dann ist es die Suche wert. Nun tastet ihr euch durchs Halbdunkel. Die Wächter kannst du spüren. Du siehst, wie sie sich durch die Ebenen dieses Komplexes bewegen. Sie sind gut ausgerüstet, gut bewaffnet. Aber in ihren Gedanken spürst du Resignation und Hoffnungslosigkeit. Sie sind schon zu lange hier unten. Du fragst dich, ob derjenige, der den Schatz hier versteckt hat, ihn vielleicht vergessen haben mag. Repulsoren, sagt Swade irgendwann. Auf deinen fragenden Blick hin ergänzt er: Angehörige meiner Spezies können die Schwingungen wahrnehmen, die beim Einsatz von Repulsoren entstehen. Und in der Unterstadt sind sie hier sehr selten, aber vor uns, du hast verstanden. Weiter, sagst du und tastest prüfend nach deinem Lichtschwert, das du unter deiner zerschlissenen Kleidung versteckst. Ihr geht weiter und weiter. Längst zweifelst du daran, je wieder herausfinden zu können. Irgendwann verdrängst du diese Furcht. Irgendwann schließlich mündet einer der Korridore auf einer Aussichtsplattform. Unter der Plattform ist ein gigantisches Repulsorgitter errichtet worden. Und darin schweben die Reste eines einst so mächtigen Schlachtschiffes der Konföderation. Der Invisible Hand. Imperiale Raumstation, Raiti Adamant 7. Boba Fett begann langsam sich Sorgen zu machen.
In den 23 Jahren seines Lebens war er bereits zweimal in Gefangenschaft geraten. Das erste Mal war in einem Asteroidengefängnis gewesen. Damals hatte er eine Gefangenenrevolte zur Flucht genutzt. Das zweite Mal hatte er bereits hoch genug in Jabbas Ansehen gestanden, damit der Verbrecherlord seine Befreiung arrangierte. Fett hatte jegliche Kosten abarbeiten müssen, aber seine Arbeitsbeziehung zu Jabba hatte keinen Schaden erlitten. Die gesunde Mischung aus gegenseitigem Hass und Respekt war noch immer erhalten geblieben. Nun allerdings saß er bereits seit mehreren Tagen in einer Zelle der Raumstation Raiti Adamant 7, an die Captain Thrawns Sternzerstörer angedockt hatte. Fett konnte sich grob an einen Bericht erinnern, den er vor einigen Monaten über die Station gelesen hatte. Sie war verhältnismäßig schlecht bewaffnet, aber im Ausgleich dazu waren ihre Ausmaße gigantisch und meist waren derart viele Schlachtschiffe angedockt, dass sie eigene Waffensysteme kaum nötig hatte. Es war unwahrscheinlich, dass Jabba ihn hier gewaltsam frei bekommen würde. Fett wusste nicht, wie genau das Geschäft zwischen Thrawn und Jabba ausgesehen hatte. Thrawn hatte offenbar Informationen über den Aufenthaltsort von Nokas Mepo erhalten. Aber Fett konnte nur mutmaßen, was Jabba im Gegenzug hätte bekommen sollen. Ein paar Zugeständnisse rechtlicher Natur hätten den Hutten vermutlich am meisten interessiert. Aber da Thrawn lediglich den Rang eines Captains besaß, waren dessen Möglichkeiten diesbezüglich wohl begrenzt. Zudem sagte Fetts Gefühl ihm, dass es an diesem Handel noch einige Besonderheiten gab, die tiefer im Schatten lagen. Thrawns Umgang mit dem Twi'lek Durka beispielsweise waren mehr als nur sonderbar. Fett brachte seine Überlegungen zu einem vorläufigen Ende, als die Tür seiner Zelle mit einem Ruck geöffnet wurde. Aus dem schwach erleuchteten Flur trat Captain Thrawn. Er trug eine offensichtbare Blasterpistole, deren Anblick Fett bewusst machte, dass der Captain auf eine Sturmtruppenwache verzichtet hatte. Thrawn, sagte Fett in neutralem Ton. Da er weder Helm noch Rüstung trug, sondern nur gewöhnliche Häftlingskleidung, wurde seine Stimme nicht verzerrt. Der Captain nickte ihm zu und wartete, bis Fett von seiner Gefängnisliege aufgestanden war. Ich sehe, die Ärzte haben sie wieder hingekriegt, bemerkte Thrawn knapp. Haben sie. Vermutlich kennt das medizinische Personal sich inzwischen aus mit Klonen und durch jede hervorgerufene Verletzungen. Sparen wir uns das, Thrawn. Einverstanden. Ich bin hier, um Ihnen ein Angebot zu machen. Wenn Sie einwilligen, dann bringe ich Sie nach Hause. Fett blinzelte. Es fiel ihm schwer, in dem von diesen schrecklichen Augen dominierten Gesicht seines Gegenübers etwas zu lesen. Sie meinen, Sie lassen mich hier raus? Sagte er zögernd. Das ist damit verbunden, ja. Thrawn nickte. Ich möchte, dass Sie etwas für mich erledigen. Sollten Sie Erfolg haben und sollten Sie überleben, dann sind Sie ein freier Mann und können Jabba wieder unter die Arme greifen. Ich soll jemanden töten. Fett entspannte sich etwas. Meistens war es das, was die Leute wollten. Wohin geht die Reise denn? Wie ich schon sagte, nach Hause, antwortete Thrawn. Jetzt erst erkannte Fett, worauf der Imperiale hinaus wollte. Sie sprechen von Kaminor, bemerkte er trocken. Exakt. Thrawn verschränkte die Arme hinter dem Rücken. Wir haben vor kurzem erfahren, dass Kamino seit geraumer Zeit eine geheime Klonarmee aufbaut, die für eine Rebellion gegen das Imperium konzipiert ist. Gleichzeitig hat Kamino die imperiale Armee mit Soldaten von niedriger Qualität beliefert, um uns zu schwächen. Fett runzelte die Stirn. Das alles klang ein wenig sehr abgehoben. Ein einzelner Planet gegen ein gesamtes Imperium? Thrawn schüttelte den Kopf. Sie wissen so gut wie ich, Fett, dass die imperiale Propaganda beliebige Wirklichkeiten erzeugen kann. Und das Märchen von unserer Übermacht gehört dazu. Wir sind die größte Macht in der bekannten Galaxis, ja. Aber bloß weil über die zahlreichen Einzelrebellionen auf diversen Planeten nicht im Holonet berichtet wird, bedeutet das nicht, dass es sie nicht gibt. Ah, sagte Fett nur. Natürlich hatte er von mehreren Aufständen gehört, gerade in den letzten Monaten. Aber er hätte nicht geglaubt, dass ein imperialer Offizier zugeben würde, dass hier eine Gefahr für das Imperium bestand. Fett beschloss, zum Thema zurückzukehren. Ich soll also Lama Su töten. Sie sollen meine Bodentruppen anführen, entgegnete Thrawn, woraufhin Fett aus einem Reflex heraus die Brauen wölbte. Sie sind in dieser Stadt aufgewachsen und sie waren länger dort als jeder schnell gereifte Klon. Ich serviere Ihnen Tipoka City, wiederholte Fett. Und im Anschluss lassen Sie mich laufen? Er presste die Lippen zu einem schmalen Strich zusammen. Nach einer kurzen Pause sagte er, das alte Problem. Woher weiß ich, dass Sie Wort halten? Thrawn lächelte. Eigentlich darf ich einen Gefangenen nicht ohne weiteres laufen lassen, das wissen Sie. Aber was kümmert Sie das, Fett?
Wir wissen beide, dass sie sich nach der Schlacht aus dem Staub machen werden, ehe ich sie wieder einfangen kann. Er wandte sich zum Gehen. Das Angebot ist folgendes. Wenn Sie die Einnahme von Tipoca City ermöglichen, dann werde ich Ihnen bei Ihrer Flucht nicht im Weg stehen und wir hören nicht mehr voneinander. Ich denke, sagte Fett, wir kommen ins Geschäft. Thrawn nickte und spätestens damit war es beschlossene Sache. Noch bis vor einer Woche hatte Nokas Mepor sich erfolgreich einreden können, dass der Rest der Galaxis nicht mehr existiert, dass der Himmel von Sleheron die Grenze war und es dahinter nichts mehr gab. Doch dann war das Imperium gekommen. Nokas wusste nicht, was aus Selene geworden war. Vielleicht waren alle tot. Vielleicht war die Republik, das Imperium, auch wieder abgezogen, ohne noch weitere Leben zu nehmen. Oder aber die Soldaten waren noch immer dort und errichteten eine Gewaltherrschaft. Welches Schicksal die Bevölkerung auch ereilt haben mochte. Nokas hoffte, dass es weniger bitter war als jenes von ihm und seiner Familie. Seine Frau war tot, sein Sohn traumatisiert, beide Gefangene des Imperiums. War das die Strafe? Fragte Nokas sich. Bestrafte ihn die Macht dafür, dass er der Vergangenheit und der Galaxis den Rücken zugewandt hatte? Vielleicht hatte er den Angriff der Imperialen auf Sleheron deshalb nicht kommen sehen, weil seine Verbindung zur Macht gestört war. War seine Frau deshalb gestorben, weil er, Nokas, kein Jedi mehr war? Die letzte Frage ließ sich auf zwei Arten mit Ja beantworten. Hätte er der Macht nicht misstraut, dann hätte er seine Frau vielleicht retten können. Wäre er den Gesetzen der Jedi gefolgt, dann hätte er sie nie geheiratet und gar nicht erst in Gefahr gebracht. Schluss, sagte er zu sich selbst. Wenn er seine Gedanken ganz zu Ende dachte, dann führten sie ihn an einen noch dunkleren Ort, als er ohnehin schon war. Er musste von hier verschwinden und er musste herausfinden, wohin man seinen Sohn gebracht hatte. Galve war nicht auf der Raumstation. Nokas hatte das Machtgefüge längst nach ihm abgesucht. Die Zellentür öffnete sich plötzlich und der imperiale Captain mit der blauen Haut und den roten Augen trat herein. Nokas war bemüht, sich nicht dem Zorn hinzugeben, der nun in ihm aufstieg. Thrawn war für alles verantwortlich, was geschehen war. Für all die Tode und all die Verwüstungen. Nokas Mepor, sagte Thrawn leise. Mir scheint, die Gerüchte über euren Tod waren stark übertrieben. Tioman! Das war der Name, der Nokas in diesem Moment in den Kopf schoss. Wenn das Imperium wusste, dass Nokas lebte, dann wussten sie auch, dass Tioman gelogen hatte. Hatten sie ihn bereits gefangen genommen? Lebte Tio überhaupt noch? Warum sind sie hier? Fragte Nokas den rotäugigen Captain. Wir müssen reden, antwortete Thrawn. Reden? Erwiderte Nokas aufgebracht. Reden? Worüber? Thrawn ließ sich auf einen kleinen, in der Wand eingelassenen Sitz nieder, faltete die Hände. Er beugte sich ein wenig nach vorne, etwa so, als stünde nun ein ebenso langes wie wichtiges Gespräch bevor. »Worüber müssen wir reden?«, wiederholte Nokas ungehalten. Thrawn antwortete mit unendlicher Ruhe. »Man könnte es vielleicht bezeichnen als den Foreshadow-Effekt.« Coruscant. Du hattest dir den Weg ins Innere der Invisible Hand schwerer vorgestellt. Svate hatte ein schlechtes Gefühl bei der Sache, einmal mehr. Aber was weiß er denn schon von schlechten Gefühlen, wo du es doch bist, der die Maske immerzu bei sich tragen muss? Er hatte dir angeboten, sie für dich zu tragen. Was bringt es dir, dass er sie dir abnehmen wollte, wenn er sie dir doch gar nicht abnehmen kann? Svate würde an der Dunkelheit ersticken. Es ist schwierig, die Schwärze zu atmen. Aber man kann es lernen. Und du bist auf einem guten Weg. Auf eurem Gang durch die Korridore der Hand werden in dir Erinnerungen wach. Der vertraute Hass, der Zorn über den Verrat der Klone keimt wieder auf. Du führst Svate zu dem Punkt, an dem du die Brücke zu erinnern glaubst. Alles ist heruntergekommen und manchmal sogar derart zerstört, dass ihr große Umwege laufen müsst. Aber nach einer Stunde habt ihr die Brücke erreicht. Und ihr setzt euch und überlegt, was als nächstes zu tun ist. Sie fliegt nicht mehr, erzählt dir Svate. Das weißt du längst. Das Repulsorfeld hält sie in der Luft und es hält den Rumpf stabil. Aber aus eigener Kraft kann sich die Hand nicht mehr bewegen. Wir brauchen, denkst du und sprichst es laut aus, mehr Macht.
Was würde uns ein Schlachtschiff bringen? Fragte Svate. Hier, du schüttelst ungeduldig den Kopf. Sieht Svate denn nicht, wie großartig das ist, in dem ihr euch befindet? Wenn es flug- und kampffähig wäre, dann könnten wir das Imperium von innen heraus treffen. Von hier aus, wir könnten es in den imperialen Palast rammen. Wir könnten die Imperialen dort erwischen, wo sie keine Deckung haben. Weit hinter ihren Linien. Du bist berauscht. Du willst dieses Schiff jetzt. Du fragst nicht nach dem Preis. Du fragst nur, an wen du ihn bezahlen musst. Und in diesem Moment übermittelt die Maske in deinem Rucksack dir ein Angebot aus einer anderen Welt. Der Tod schlägt dir ein Geschäft vor. Er kann das Schlachtschiff zum Leben erwecken, wenn er dafür ein Leben im Austausch erhält. Du siehst Svate an. Du atmest ein letztes Mal ein. Tipoca City, Kamino. Nelas Dirtu saß auf einer der Aussichtsplattformen von Tipoca City und fragte sich, was wohl mit Svates Leiche geschehen war. Er hatte sie auf der Brücke der Invisible Hand liegen lassen, nie wieder angerührt. Dann schließlich, bei dem Vorfall im Asteroidenfeld nahe Kamino, waren die Panoramafenster der Brücke von den seltsamen Wesen zerstört worden und der Sog hatte Svate in den Weltraum gerissen. Was mochte dann geschehen sein? Hatten die Geschöpfe die Leiche gefressen? Was für Viecher waren das überhaupt gewesen? Warum standen sie in einer so verwirrenden Verbindung zur Macht? Nelas stand auf. Er hatte jetzt keine Zeit für die Vergangenheit. Es würde nicht lange dauern, bis das Imperium den Verrat Kaminos bemerkte. Sie brauchten Zeit. Es war alles in die Wege geleitet, alles im Werden. Es musste ihnen nur gelingen, das Imperium lange genug hinzuhalten. Vielleicht würde es noch ein paar Tage mehr dauern, ehe der erste Sternenzerstörer hier eintraf. Wieder ein paar Tage später würde sich eine kleine Flotte im Orbit versammeln und der Angriff würde beginnen. Falls Nelas und die Kaminoaner diese erste Welle zurückschlagen konnten, dann hätten sie viel gewonnen. Nicht nur, dass neue Streitkräfte zuerst ins System gebracht werden müssten, der imperiale Senat würde auch entscheiden müssen, ob Kamino den Aufwand lohnte. Lautete sie nein, dann konnten sich genügend Welten zu einer Rebellion zusammenschließen und Kamino bekam die nötigen Monate für eine zweite riesige Klonarmee. Lautete die Antwort ja, dann war alles offen. Nelas schob den Gedanken fort. Er betrachtete in Gedanken den Schildgenerator, einen gewaltigen Apparat verbunden mit einem Generatorgitter auf der zentralen Stadtinsel. Der Schild war nicht aktiviert, jedoch würde es im Ernstfall keine 10 Sekunden dauern, bis die ganze Stadt von einer schützenden Energieblase umgeben war. Zu Beginn der Klonkriege hatte dieser Schutz eine nicht unwesentliche Rolle bei der Verteidigung der Stadt gespielt. Nelas schrak zusammen. Jemand war dort. Jemand war in der Stadt. Mehrere sogar. Mehr als 20 Eindringlinge, tief in den Eingeweiden von Tipoca City. Sie sind hier! Brüllte Nelas und die Maske ließ seine Stimme in der ganzen Stadt erklingen. Das Imperium! Dann auf einmal verlor er den Boden unter den Füßen. Die Regenlinien wurden zu gleitenden Kugeln. Die Klonwachen am Rande der Plattform schwebten bereits einen Meter über dem nassen Durastahl. Die Schwerkraft, sie war fort. Mit einem satten, metallischen Geräusch saugten sich die Gravitationsstiefel am schneeweißen Boden des Korridors fest. Boba Fett machte ein paar Probeschritte und nickte dann zufrieden. Er hätte auch sein Jetpack benutzen können, um durch die Gänge in den Tiefen der nun schwerelosen Stadt zu fliegen. Aber er wollte Treibstoff sparen. Dies konnte eine lange Nacht werden. Er drehte sich zu den beiden Kommandanten um, die jeweils 12 Soldaten unter sich hatten, alle ausgerüstet mit Gravitationsboots. Der Schleichweg in die Stadt war keine Herausforderung, sagte Fett. Aber jetzt wissen Sie, dass wir hier sind und ich habe die Schildgeneratoren vor einer halben Minute hochfahren hören. Lankavi deutete mit dem schwarzen Lauf seines E-11-Gewehres auf den brennenden Raum, den sie gerade verlassen hatten. Die Repulsoren sind übertaktet, erklärte er zuversichtlich. Nicht mehr lange, bis sie in die Luft gehen. Aber bis dahin hängen unsere rebellischen Freunde hilflos im Raum. Fett sah zum zweiten Kommandanten, einen Klon, der Tioman genannt wurde. Dieser blieb still, wie es wohl für einen der Klonsoldaten war, nach Tipoca City zurückzukehren. Er selbst hatte bereits ein seltsames Gefühl und dabei waren sein Vater und er nur gelegentlich hier gewesen. Egal, dachte er und wechselte das Energiepack seines Blasters. Vorstoß zum Schildgenerator, befahl Fett den 12 Klonen und der 12 menschlichen Sturmtruppen. Euer Boss zählt auf uns.
Orbit über Kamino. Die blauen Wirbel des Hyperraums ergossen sich ins schwarze Nichts und als der Jäger sich vollends im Realraum befand, waren auch die Sterne wieder zu sehen. Zumindest nahm Darth Vader das an, denn so hochentwickelt seine mechanischen Sichtverbesserungen auch waren. Seit seiner Wiedergeburt sahen Sterne nicht mehr wie Sterne aus, nur noch wie Lichtpunkte. Nicht viel anders als die Kontrolllichter seiner Rüstung. Vader ließ seine behandschuhten Finger über die Kontrollen fliegen und leitete die Prozedur ein, die den TIE-Jäger vom modifizierten Hyperraumring abkoppelte. Dabei wurde das Cockpit der kleinen Jagdmaschine 2 Sekunden lang durchgeschüttelt, bis Vader mit der Macht eingriff und die Verbindung zum Andocksockel behutsam löste. In Momenten wie diesen wünschte er sich 2 Dinge zurück: seinen alten Jedi-Sternjäger und sein altes Feingefühl im Umgang mit der Macht. Belanglose Erinnerungen, dachte Vader verächtlich. Es gibt kein Zurück. Die Vergangenheit ist tot und nichts kann sie wiederbringen. Er legte den Schubregler nach vorne und löste den Blockadebolzen aus dem Steuerpad, um es ein wenig zu ihm heranzuziehen. Manche Dinge waren für immer verloren und es hatte keinen Sinn, ihnen nachzuweinen. Andere Dinge dagegen waren noch keinesfalls verloren. Damals beim Angriff auf den Jedi-Tempel hatte ein im Sterben liegender, schwächlicher alter Jedi-Meister ihm seinen Stolz genommen. Der Schüler von Ras Tikal, ein junger Mann namens Nilas Dirtu, hatte vor einigen Wochen Vaders unterirdisches Geheimversteck geplündert und die schneeweiße Maske geraubt, die Vader dort vor dem Imperator versteckt hatte. 2 Dinge hatte Vader verloren, seinen Stolz und die Maske. Der Schlüssel zu beidem führte über die Leiche von Nilas Dirtu. Wenn Nilas tot war, dann war Vader seinem Ziel, die gesamte Padawan-Brut des Meisters Tikal auszulöschen, ein gutes Stück näher gekommen. Dann würde er nur noch Nokas Mepo ausfindig machen müssen. Doch wenn Vader sich nicht täuschte, dann besaß Nilas die Maske und sie allein brachte den Sieg über den Imperator. Und so zerbersten meine Ketten. Vader atmete tief durch, ließ Luft durch seinen metallischen Atemapparat rauschen und irgendwo zwischen abgestorbener Haut und künstlichen Gerätschaften versickern. Die Wassermassen des blauen Planeten Kaminos lagen vor ihm und er lenkte seinen modifizierten TIE-Jäger direkt auf einen Punkt, an dem sich dunkelgraue Wolken zu einem Wirbel zusammenzogen. Die Maske wollte gefunden werden und sie hatte Tipoca City in genau die richtige Stimmung für Vaders Ankunft versetzt. Imperialer Venator. Die Brücke von Thrawns Sternzerstörer der Venator-Klasse wurde von spürbarer Anspannung beherrscht. Auf der anderen Seite des Panoramafensters tobten die Elemente. Regen und Wolken rangen mit den Flammen und Gewalten des Hitzeschildes. Die Deflektorschirme waren aktiviert und liefen auf voller Kraft, ermöglichten so den kometenhaften Eintritt des Schlachtschiffes in die untere Atmosphäre. Nokas Mepor war nie auf Kamino gewesen. Sein früherer Meister dagegen schon. Der während der Order 66 verstorbene Ras Tikal war ein guter Freund des Jedi namens Sifo Dyas gewesen. Und so, das hatte Noka später in einem vertraulichen Gespräch erfahren, war es Ras Tikal möglich gewesen, die Klonarmee während ihrer Entstehung zu besuchen. Nokas wusste nichts über diese Besuche. Sein Meister hatte ihm anfangs nicht mehr sagen wollen und dann war der Krieg gekommen und hatte Nokas auf lange Zeit vom Tempel fortgeführt. Captain, die Begleitschiffe melden, dass sie die Geschwindigkeit verringern müssen. Ein junger imperialer Offizier meldete sich von der Sensorstation. Offenbar sind die Wetterverhältnisse unglücklicher als angenommen. Einige Meter von Nokas entfernt quittierte Captain Thrawn die Meldung mit einem knappen Nicken. Das ist nichts, was unseren Plan in Gefahr bringen wird. Nokas schauderte. Was immer all dieses zu bedeuten hatte, es gefiel ihm nicht. Nokas war ein Gefangener, seine Hände waren mit Energiehandschellen gefesselt. Groß war das Risiko, dass Nokas die Brückenbesatzung des Venators angreifen würde, nicht. Dennoch spürte der Jedi, dass die gut 30 imperialen Offiziere nicht nur wegen der bevorstehenden Schlacht, sondern auch wegen seiner Anwesenheit nervös waren. Thrawn zahlte einen hohen Preis, indem er diesen Malus in Kauf nahm. Die Scanner melden, dass der Schild der Stadt aktiviert ist, meldete ein zweiter Offizier. Das gleiche gilt für das Repulsorfeld. Nokas hörte nur mit halbem Ohr zu. Es war nun schon 2 Tage her, dass Thrawn ihn in das Force-Shadow-Phänomen eingeweiht hatte. Anschließend hatte der Imperiale erklärt, warum es so wichtig war, dass Nokas sich während der Schlacht auf der Brücke befand. Allein jener Teil des Plans, der Nokas involvierte, war beachtlich.
Wenn er nun bedachte, dass der komplette Schlachtplan noch um ein Vielfaches komplexer sein musste, dann wollte er nicht wissen, auf wie viele Monate Thrawn die Klonkriege hätte verkürzen können. Als hinter dem Brückenfenster die Stadtinseln von Tipoca City in sich kamen, musste Nokas unwillkürlich blinzeln. Im Sturmregen glühte der kuppelförmige Schutzschild der Stadt in grellem Blau. Wasserdampf stieg auf, wo der Niederschlag die Energieschicht traf. Nokas hatte mit etwas Vergleichbarem gerechnet, aber das, was innerhalb des Schirms grob zu erkennen war, raubte ihm fast den Atem. Unter der Kuppel trieben Wasserblasen aller Größen umher, fast als ob die Stadt nur eine Miniatur in einer sturmgeplagten Schneekugel war. Die Schwerkraft schien nicht mehr zu wirken und ließ Soldaten wie Jäger hilflos durch die Nachtluft schweben. »Bei den Säulen der Galaxis«, flüsterte Nokas. Thrawn drehte sich um. »Es ist mir ein Vergnügen, einen Jedi zu beeindrucken.« Nokas schaute an ihm vorbei, gefesselt von dem bizarren Schauspiel. »Wie ist so etwas möglich?«, fragte er leise. »Wie ist es den Einsatztruppen gelungen, die Gravitationskraft aufzuheben?« Ein Wanddisplay zeigte an, dass die kleineren Begleitschiffe nun auf dem Venator aufgeschlossen hatten. Thrawn betrachtete es kurz, dann wandte er sich wieder Nokas zu. »Tipoca City ist eine gewaltige Konstruktion«, erklärte der blauhäutige Imperiale. »Sie wiegt weit mehr, als die Stützsäulen über die lange Zeit hinweg tragen könnten, von den mitunter überaus brutalen Unwettern ganz zu schweigen. Deshalb befindet sich auf der zentralen Stadtinsel ein leistungsfähiger Superrepulsor, der das Gewicht der Stadt verringert.« Thrawn machte eine wegwerfende Geste. »Ein simples Prinzip. Ihr kennt es von vielen landefähigen Schlachtschiffen. Nur mit Unterstützung der Repulsoren können die Landefüße einen ausgewachsenen Sternenzerstörer tragen.« Nokas hörte schweigend zu, während hinter dem Panoramafenster die Schneekugelstadt immer näher kam. »In Coruscants Unterstadt«, fuhr Thrawn fort, »ist beispielsweise die Invisible Hand in einem Repulsorgitter verwahrt worden über mehrere Jahre hinweg. Eigentlich war es ein Geheimnis des Imperators, aber nun, da sie fort ist, sei es verraten. Wie dem auch sei, Repulsoren arbeiten mit Antigrav-Einheiten und unsere Einsatzteams hatten auf Fetts Führung die Repulsoren von Tipoca City übertaktet.« Thrawn lächelte matt. »Sie reduzieren nicht nur das Gewicht der Stadt, sie heben die Schwerkraft im Umkreis komplett auf, so lange, bis sie durchbrennen.« »Ah«, sagte Nokas unsicher. »Und nun?« »Nun gilt es, den Schild zu durchbrechen. Mit Lasern würde dieses sehr lange dauern, zumal wir nur über einen einzigen Sternenzerstörer verfügen.« Thrawn drückte eine Taste auf seinem Kommandopult und im nächsten Moment erschien im hinteren Bereich der Brücke eine holographische Vergrößerung der Stadt. »Seht ihr, wie manche der Wasserblasen langsam durch die Kugel nach außen dringen?«, fragte Thrawn und Nokas nickte stumm. »Der Schild ist auf die Abwehr von Lasern ausgelenkt, nicht die von Wasser.« »Jetzt verstand Nokas. Traktorstrahl bereit machen«, befahl Thrawn. Kamino. Schwerelosigkeit. In seiner Padawan-Zeit, in einem anderen Leben und als ein anderer Mensch, hatte Nilas mehrere Stunden Weltraumtraining absolviert. Er war im Raumanzug über die Hülle eines Kreuzers der Konsularklasse spaziert. Das Lichtschwerttraining im Vergesso-Asteroidenfeld gehörte zu den härtesten körperlichen Lektionen, an die er sich erinnern konnte. Was nun in Tipoca City und im Luftraum unmittelbar über der Stadt geschah, war so bizarr wie verheerend. Wasserblasen, manche von der Größe eines kleinen Raumschiffes, waren aus dem Ozean aufgestiegen. Kamonianische Klonsoldaten schwebten hilflos umher. Nilas sah eine Traube unbemannter Jagdmaschinen über einer Hangarplattform schweben. Nur wenige Kräfte hatten den Kampf gegen die sich nähernden kleinen imperialen Flotten aufgenommen. Solche Jäger, die mit Piloten besetzt waren, kamen selbstverständlich auch in der Schwerelosigkeit zurecht und befanden sich nun bereits außerhalb des Stadtschildes auf einem Abwehrflug. Einige wenige Soldaten waren mit Jetpacks ausgestattet und halfen eilig solchen, die keines hatten. Es war ein Chaos und weder Nilas noch die Kamonianer hatten mit etwas derart Vergleichbarem gerechnet. Nilas zog sich ein wenig aus der Macht zurück, als ihm das Schauspiel und all die Verwirrung unter den Truppen zu viel wurde. Das war der Nachteil seiner Jedi-Sinne. Die Verbindung wirkte stets in beide Richtungen. Die Angst und Hilflosigkeit der Soldaten konnte ihn infizieren wie eine Krankheit, wenn er nicht Acht gab. Mit der Maske war es genauso, aber daran dachte er schon gar nicht mehr. Er ließ sich mittels der Macht wieder auf die Aussichtsplattform hinabsinken. Ein Klonsoldat klammerte sich ganz in der Nähe an einen aufmontierten Scheinwerfer fest und war hinter der Lichtsäule kaum zu sehen. »Sir, wie lauten Ihre Anweisungen?« rief er herüber, aber Nilas beachtete ihn nicht weiter. Denn jenseits der Schildkuppel geschah etwas Seltsames.
Der Venator Sternenzerstörer, der sich der Stadt an der Spitze der imperialen Angriffsformation näherte, war auf einen Kurs knapp oberhalb der nachtschwarzen Wasseroberfläche herabgesunken. Zwischen dem Ozean und dem Schiff konnte Nilas einen bläulichen Trichter erkennen, der von einem Punkt an der Venator-Unterseite ausging. Plötzlich zog der Sternenzerstörer hoch und riss dabei eine riesige Wasserkugel aus dem Ozean. Kaum kleiner als das Schiff selbst wurde sie von einem Traktorstrahl getragen und zusammengehalten. Dann schleuderte der Venator sie direkt auf die Stadt zu. Nilas hatte diesen Angriff ebenso wenig kommen sehen wie die Schwerelosigkeit und zuckte unwillkürlich zusammen. Festhalten! Brüllte er, während die Wasserkugel hinter der Kuppel rasend schneller größer wurde. Dampf stieg auf und ein grelles Kreischen erklang, als sie den Schild mit hoher Geschwindigkeit durchbrach. Nilas beschwor all seine Kräfte herauf und umgab sich mit einem reflektierenden Machtschutz. Einen Herzschlag später kollidierte die Wasserkugel mit der Stadt. Er spürte, wie die schwerelosen Klonsoldaten fortgerissen und gegen die Wände geschleudert wurden, manche auch ins Meer. Das Wasser drang in manche der geöffneten Türen und Hangardecks ein, zerstörte die Antriebe solcher Maschinen, die nicht tauchfähig waren. Als es vorbei war, löste Nilas fluchend den Machtschutz. Der Klonsoldat hinter dem Strahler war fort. Ein großer Teil der Hundertschaften von Soldaten, die sich bisher hatten festhalten können, war nun gefangen im schwerelosen Gewirr oberhalb von Tipoca City. Hinter dem Kuppelschild hatten 50 kamonianische Jäger und 200 imperiale Thais ein wildes Luftduell begonnen. Solche Thais, die mit verlangsamten Motoren durch die Kuppel drangen, wurden von den Luftabwehrgeschützen mit wildem Trommelfeuer begrüßt. Die Schlacht hatte gerade erst begonnen, aber das Imperium hatte bereits beträchtlichen Schaden angerichtet. Es wurde Zeit, beschloss Nilas, zurückzuschlagen und die Trumpfkarte zu spielen. Er griff hinaus in die Macht und befahl der Maske, die Invisible Hand in Bewegung zu setzen. Imperialer Venator. Sir, ich bin hier auf etwas gestoßen, das ich nicht verstehe. Der taktische Offizier sah aus dem Kommandograben hinauf zu Thrawn und machte ein mehr als zweifelndes Gesicht. Thrawn ließ sich die besagte Anomalie auf den Holoschirm projizieren. Das bläuliche und von Streifen durchzogene Bild zeigte die zerklüftete Oberfläche des Ozeans. In ungefähr 100 Metern Tiefe wurde ein Energieanstieg angezeigt sowie eine größere Massepräsenz. Es ist offenbar ein Schiff, erläuterte der Offizier. Ungefähr unterhalb unserer momentanen Position. Aber ich registriere alleine Masse und Bewegung, aber es gibt keine Antriebssignale. Thrawns Gesicht war ausdruckslos. Vielleicht wird es von einem Traktorstrahl bewegt, schlug er vor. Sie kopieren unseren Angriff mit der Wasserkugel und wenden ihn auf ein Schiff an, das mit deaktiviertem Antrieb schwer zu erkennen ist. Er wandte sich zur Pilotensektion des Grabens um. Vollen Schub auf die Sublichtantriebe! Während Thrawn noch Kommandos gab, verfolgte Nokas in der Holo-Anzeige, wie die Umrisse eines Schiffswracks sich aus dem Ozean lösten und kleine Streifen auf die Reise nach oben schickten. 2 Sekunden später erbebte der Sternenzerstörer leicht unter dem feindlichen Beschuss. Eines der Begleitschiffe wurde am stärksten getroffen und verlor sogleich sichtlich an Höhe. Schadensmeldungen aus der kleineren Flotte trafen ein und Thrawn quittierte alle mit einem Nicken und reagierte mit knappen Anweisungen. Hat der Beschuss die Verwischlingskapseln an unserer Unterseite getroffen? Fragte Thrawn nach einigen Augenblicken. Negativ, kam die Antwort. Nokas blinzelte Thrawn verwirrt an, doch dieser verzog keine Miene. Was waren Verwischlingskapseln? Eine technische Neuerung während Nokas Exilzeit? Captain, das Rumpfmodell ist identisch mit jenem der Invisible Hand. Thrawn starrte aus rot glühenden Augen auf das Holobild. Ein zweites Mal ging ein Zittern durch den Venator, als die Invisible Hand erneut feuerte. Inzwischen erwiderte der Sternenzerstörer das Feuer, aber Nokas konnte auf dem Holo nicht erkennen, welchen Schaden sie anrichteten. Kursänderung, erklärte Thrawn. Bringen Sie uns direkt über den Kuppelschild der Stadt. Die Unterstützungsschiffe sollen das Geisterschiff eine Weile lang beschäftigen. Als die Kommandos gegeben waren, trat Thrawn am Hologramm vorbei zu Nokas hinüber. Captain, was sind Verwischlingskapseln? Erkundigte der Jedi sich zögernd. Ich spüre einige Orte verzerrter Macht direkt an der Unterseite unseres Rumpfes. Wurde tatsächlich ein Waffensystem verwendet, das die Macht zu verdrehen vermag? Thrawn schüttelte den Kopf. Nicht direkt. Er sah einen Moment lang prüfend zum Brückenfenster, dann richtete er seinen Blick wieder auf Nokas. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass wir einige Stunden lang in einem Asteroidenfeld ganz in der Nähe Halt gemacht haben.
Nokas nickte. Und jetzt, wo er darüber nachdachte, fiel ihm auf, dass die Quellen verzehrter Macht zu Beginn der Reise noch nicht vorhanden gewesen waren. Verwischlinge, fuhr Thrawn fort, ist meine eigene unbeholfene Bezeichnung für eine Gruppe von Kreaturen, die in diesem Asteroidenfeld lebt. Nicht viele wissen von ihnen, weil kaum jemand das Feld je betreten hat, aber... Nokas lächelte finster. Ich weiß. Der Foreshadow-Effekt. Exakt, bestätigte Thrawn. Wie dem auch sei, es ist mir gelungen, mehrere dieser Verwischlinge zu fangen und in Kapseln zu sperren. Dabei war eure Präsenz an Bord nicht nur hilfreich, sondern geradezu unverzichtbar. Ihr habt sie angelockt, ohne es zu wissen. Die Verwischlinge jagen Jedi? Sie reagieren auf machtsensitive Wesen, ja. Sie tun das, weil sie selbst welche sind. Auf Nokas überraschten Gesichtsausdruck hin ergänzte Thrawn, diese Kreaturen sind ein fehlgeschlagenes Experiment der Kaminoaner. Sie sind das Ergebnis des gescheiterten Versuches, einen Jedi zu klonen. Nokas stockte der Atem. Thrawns Miene wechselte zu einem Ausdruck schwachen Bedauerns. Euer ehemaliger Meister, Ras Tikal, gehörte zu den zwei Jedi, die von dem Abkommen mit den Kaminoanern wussten. Und er besuchte nicht nur regelmäßig die Klone, er ließ sich selbst klonen. Vergeblich, wie gesagt. Sir, wir sind nun über der Stadt, meldete ein Offizier und Thrawn verabschiedete sich von Nokas mit einem schwachen Nicken. Gut, sagte er dann. Öffnen Sie die Kapseln. Tipoca City, Kamino. Nilas hatte sie augenblicklich erkannt. Die Wesen aus dem Asteroidenfeld, die seltsame Verzerrung der Macht, waren hier. Dort, wo der imperiale Sternenzerstörer als ein drohender Schatten über der nächtlichen Stadt schwebte, konnte er deutlich ihre Präsenz spüren. Wie war das möglich? Hatte das Imperium einige von ihnen gefangen? Nilas bezweifelte stark, dass derartige Kreaturen sich für die Einbindung in organisierte Streitkräfte eigneten. Jetzt verstand er. Die Imperialen hatten den Repulsor nicht nur deshalb übertaktet, weil sie den Aufständischen die Bewegung erschweren wollten. Sie hatten es getan, weil die verzerrten Kreaturen die Schwerelosigkeit zum Überleben brauchten. Und augenblicklich befanden sich innerhalb der Schildkuppel keine Imperialen. Die Wesen konnten also töten, wen immer sie wollten. Die Kapseln, die Nilas nach einiger Mühe an der Unterseite des Venators erkennen konnte, öffneten sich nun. Wie hautfarbene Schneeflocken fielen die Kreaturen heraus und passierten im nächsten Moment die Energiekuppel. Anschließend wurde aus dem Fallen eine kontrollierte Bewegung. Gleichzeitig stießen die Wesen Wolken in unterschiedlichen Farben aus. Nilas nahm an, dass sie auf diese Art kommunizierten. Die meisten Wolken waren rot. Nilas stieß sich vom Boden ab. Die Kreaturen waren nicht die einzigen, die in der Schwerelosigkeit bestens zurechtkamen. Zwar war er längst nicht so wendig wie unter normalen Bedingungen, aber die Kräfte der Maske ermöglichten ihm ein müheloses, gelenktes Schweben. Er ließ sich nach oben treiben. Der Boden der Aussichtsplattform war bald schon ein Dutzend Meter entfernt. Plötzlich stellte Nilas fest, dass die stationären Geschütze der Stadt ununterbrochen feuerten, in weit höherer Frequenz als zuvor. Und als er erneut nach oben schaute, erkannte er, was geschah. Sämtliche Laser- und Raketentürme konzentrierten ihre Feuer auf die Asteroidenfeldwesen. Der höchste Punkt der Kuppel war bereits stark geschwächt, denn dort prallten mit grellen Explosionen all jene Schüsse auf, welche die Wesen verfehlten. Nilas fluchte innerlich. Jetzt, wo er hoch über der Stadt schwebte, griff er in die Macht hinaus und zog eine kleine Gruppe der Kreaturen zu sich heran. Er bündelte seine Kräfte und ließ sie einige Meter über sich zerplatzen. Konzentrierten Beschuss sofort beenden, rief er unbeholfen und mit machtverstärkter Stimme. Um die Wesen würde er selbst sich schon kümmern. Die Geschütze brauchte er für den Kampf gegen die eingedrungenen Tai-Jäger. Zu Nilas Ärgernis schienen die kamonianischen Offiziere, denen die Kontrolle der Türme unterlag, auf seinen Befehl nicht zu reagieren. Sie setzten den Angriff auf die Zerrwesen unaufhaltsam fort und zwischen den Lichtblitzen und Laserwolken konnte Nilas erkennen, wie geschwächt der Schild über ihm und den Wesen schon war. Eine Sekunde lang war er wie erstarrt, dann riss ihn der Motorenlärm eines Tai-Jägers wieder aus seiner Starre. Bantamist, entfuhr es ihm, denn der Angreifer hatte aus nächster Nähe ein paar grüne Energieblitze auf ihn abgeschossen. Nilas zog sein Lichtschwert und blockte sie in letzter Sekunde ab. Für ein Ablenken mittels der Macht hatte ihm die Zeit gefehlt. Besorgt registrierte er, dass der Strahl seines Schwertes leicht instabil geworden war.
Selbst die legendären Waffen der Jedi waren nicht für die Abwehr von Strahlen größeren Kalibers gedacht. Der Tai hatte Nilas umflogen und war inzwischen im Begriff, in einen neuen Angriffsflug einzuschwenken. Nilas ließ es nicht dazu kommen. Wie er es vor einigen Tagen schon einmal mit den imperialen Jägern getan hatte, ertastete er auch hier den empfindlichen Ionenantrieb der Maschine und brachte ihn zur Explosion. Blinzelnd stellte er fest, dass sich aus dem grellen Flammenball ein schwarzer Schatten löste. Ein Pilot, der ohne Schleudersitz, aber mit beachtlicher Geschwindigkeit aus dem sterbenden Jäger gesprungen war. Hastig wehrte Nilas eine der Zerr-Kreaturen ab, als diese sich von oben her näherte. Dann warf er einen zweiten, genaueren Blick auf den Piloten des Tai-Jägers. Der Mann, der nun einige Meter von Nilas entfernt in der Luft schwebte, war in eine schwarze Rüstung gekleidet. Doch der Pilotenhelm hatte eine seltsame Form und Nilas bezweifelte, dass imperiale Soldaten für gewöhnlich Umhänge trugen. Erst als der Fremde ein rotes Lichtschwert zündete, begriff Nilas. Der Mann konnte niemand anderes als die rechte Hand des Imperators sein, dem Thislord, von dem man in Coruscants Unterwelt flüstern sprach. Nilas kannte den Namen, aber er hatte noch kein Bild von ihm gesehen. Das hier war gut. Vader war für den Tod etlicher Jedi verantwortlich. Sein Wunsch, den Orden rächen zu können, war nun kurz davor, in Erfüllung zu gehen. Du hast etwas gestohlen, was mir gehört, sagte Vader, das rote Lichtschwert noch immer erhoben. Du wirst im Kampf um die Maske sterben, genau wie dein Meister. Sie, antwortete Nilas aufgebracht. Sie haben ihn getötet? Er lag bereits im Sterben. Vader begann nun, sich Nilas zu nähern. Aber wenn es seinen Zorn antreibt, ja, ich war es. Und nun wird es Zeit, dass seine Padawane und all die ihm je wichtig waren, das gleiche Schicksal ereilt. Vader jagte blitzartig auf Nilas zu und mit der Kollision einer roten und einer blauen Klinge begann der Kampf. Imperialer Venator. Sith, sagte Nokas leise und Thrawn drehte sich zu ihm um. Unter uns sind zwei Sith. Ihre Energien sind gerade aktiv geworden. Es war nicht ganz einfach für ihn, die beiden Duellanten im Meer der Verwischlinge ausfindig zu machen. Aber ihre Kräfte waren beachtlich und so gab es an ihrer Anwesenheit keinen Zweifel. Thrawn nickte schwach. Darth Vader kämpft gegen einen abtrünnigen Jedi, erklärte er emotionslos. Vader ist nicht mit uns hierher gekommen und steht auch nicht unter meinem Kommando. Der Abtrünnige hat möglicherweise dazu beigetragen, dass Kamino rebelliert hat. Insofern würde sein Tod unsere Siegeschancen erhöhen. Nokas verstand nicht. Wer ist Darth Vader? Jemand, der nicht erfahren darf, dass ihr hier seid, gab Thrawn zurück. Er ist ein Sith und er ist nicht auf ihrer Seite. Aber gewisserweise ist er auf meiner, falls euch das beruhigt. Weniger, sagte Nokas. Allmählich wurde Nokas die Sache zu kompliziert. Wenn dieser Jedi abtrünnig geworden war, warum bekämpfte ihn Vader dann? Und welcher einstige Jedi konnte eine solch dunkle Macht ausstrahlen, wie der Abtrünnige es tat? Der Plan war gefährdet, dessen war Nokas sich nun sicher. Und wenn etwas schiefgehen würde, wenn einer der zwei rätselhaften Kämpfer Nokas Anwesenheit spüren würde, dann würde der Plan scheitern und er würde Galbe vielleicht nie wiedersehen. Etwas in seinem Herzen zog sich zusammen. Er war so lange fort gewesen, dass er in dieser Galaxis nur noch ein Fremder war. In der Schlacht, in dessen Mittelpunkt er sich befand, starben Menschen. Das war alles, was er verstand. Oh ja, er verstand es. Seit den Klonkriegen kannte er den Tod besser als das Leben. Wenn sich der Plan änderte, dann musste Nokas bereit sein. Er musste die Mechaniken der Schlacht durchschauen, so wie er es damals gekonnt hatte. Captain, sagte er zu Thrawn, warum haben die Kamonianer das Feuer ihrer Geschütze auf die Verwischlinge gebündelt? Damit haben sie den Schild geschwächt. Zudem sind derartige Waffen zu unpräzise für Kreaturen von Menschengröße. Das ergibt keinerlei Sinn. Thrawn reagierte mit einem fast unmerklichen Kopfschütteln. Es ergibt sehr viel Sinn, erwiderte er. Der Schlüssel zum Verständnis einer Spezies ist ihre Kunst. Die Gestalt dessen, was ein Volk erschafft und die Beziehung, die zwischen Künstler und Werk besteht, beides verrät einem aufmerksamen Beobachter vieles über die elementare Denkweise, mit der er es zu tun hat. Nokas blinzelte. Die Kamonianer haben sich für ein strategisch unkluges Ballungsfeuer entschieden? Wegen ihrem Kunstverständnis? Ja, exakt, sagte Thrawn belehrend. Die Kunst der Kamonianer ist das Klonen.
Jedes einzelne Exemplar ist mehr als ein Produkt. Es ist ein Kunstwerk. Und immerzu gilt der Anspruch der Perfektion. Die Verwischlinge, die sie vor Jahren erschufen, waren Fehlschläge. Sie waren kaum lebensfähig und missgestaltet. Wäre euer Meister nicht gewesen, hätte man sie augenblicklich hingerichtet und ihre Reste atomisiert. Stattdessen wurden sie in das nahegelegene Asteroidenfeld verbannt. Doch nun, knüpfte Nokas an, nun haben die Kamonianer die Chance, jegliche Beweise für ihr Versagen zu vernichten. Die Erkenntnis betäubte ihn fast. Die Künstler dürfen endlich das fehlerhafte Werk zertrümmern und dafür nehmen sie alles in Kauf. Thrawn wandte sich wieder von Nokas ab. Warten Sie, sagte er zu einem seiner Offiziere. Bis der Schildbereich direkt unter uns stark genug geschwächt ist, dann feuern Sie. Tipoca City, Kamino. Nila sprang durch die Schwerelosigkeit, das Lichtschwert zum tödlichen Schlag erhoben. Mit einem schrägen Kreischen prallten die zwei Klingen aufeinander. Er wusste, dass die Kamonianer ihn im Kampf gegen die Zerr-Kreaturen brauchten. Er konnte es sich nicht leisten, sich lange mit Vader aufzuhalten. Deshalb kämpfte er von Anfang an mit aller Härte und deckte seinen Gegner mit einem Trommelfeuer schneller Schwerthiebe ein. Vader wich langsam und stetig zurück, hielt sich Nilas mit minimalen Bewegungen vom Leib. Zuerst war Nilas deshalb verärgert gewesen. Dann hatte er erkannt, dass Vaders Bewegungen nur deshalb so knapp ausfielen, weil die Rüstung den Sith einschränkte. Vader vollführte einen Machtstoß und schleuderte den überraschten Nilas um einige Meter zurück. Dann nutzte der Sith die gewonnene Zeit, um einen hilflosen Klonsoldaten auf Nilas zu werfen. Dieser jedoch zerschnitt das menschliche Geschoss ohne Skrupel und warf dann das ausgebrannte Wrack eines TIE-Jägers nach Vader. Der Sith lenkte die Flugbahn mit der freien Hand ab und entging nur knapp der Kollision. Die Maske des Nihilos verleiht dir Macht, hörte Nilas seinen Gegner sagen. Aber es ist nicht deine eigene Macht, du kennst sie kaum. Nilas warf sich nach vorne und schoss mit der Geschwindigkeit eines Turboliftes auf Vader zu. Ihr werdet sehen, ich stecke voller Überraschungen, brüllte er und auf der letzten Silbe führte er seinen ersten Hieb aus. Das Duell erbrannte erneut, einen halben Kilometer oberhalb der Lichter von Tipoca City, umgeben von Soldaten, Trümmern und wabernden Kugeln aus Meerwasser. Dabei zog Nilas mehr und mehr Kraft aus der Maske, denn er musste sich immerzu mittels der Macht stabilisieren, um Vaders Schlägen standzuhalten. Mir läuft die Zeit davon, dachte Nilas grimmig, nachdem er sich durch einen schwächlichen Machtstoß eine kurze Atempause verschafft hatte. Wenn ich nicht so viel Konzentration darauf verwenden müsste, die Invisible Hand fernzusteuern, dann würde Vaders Kopf sich längst zu den anderen Leichen gesellt haben, die hier herumtreiben. Er brauchte mehr Macht. Und der Tod, der in der Maske wohnte, war auch dieses Mal gnädig bereit, Nilas seinen Wunsch zu gewähren. Nilas merkte gar nicht, dass inzwischen nicht nur die Kraft, sondern auch die Entscheidungen nicht mehr die seinen waren. Auch nicht, als der Tod sich an ein weiteres Meisterstück wagte. Während er Nilas Körper beiläufig lenkte und mühelos alle von Vaders Angriffen parieren ließ, schenkte der Tod seine volle Aufmerksamkeit nun dem Venator-Schlachtschiff, das sich außerhalb der Schildblase mit der Invisible Hand duellierte. Durch Nilas hindurch, durch den Diener und die Marionette, die Verbindung zum Diesseits, griff Darth Nihilus nach dem Sternenzerstörer und zerrte ihn auf die Stadt zu. An Bord des Venators spürte Nokas Mepo die Gefahr als erstes. Einen Augenblick später reagierte auch Captain Thrawn. Ein Ruck war durch das Schiff gegangen. Doch während Thrawn wohl nur die sichtbaren Veränderungen spüren konnte, beispielsweise die Tatsache, dass Funken aus einigen Kontrollkonsolen regneten und sich Platten verbogen, erkannte Nokas das ganze Ausmaß der Gefahr. Was sie erfasst hatte, war kein Traktorstrahl, sondern der Wille eines Sith-Lords. Und Nokas hatte noch nie eine solche Dunkelheit gespürt. Wenn wir mit der Stadt kollidieren, während der Kuppelschild noch aktiviert ist, dann werden wir zerschellen, rief Thrawn der Brückenbesatzung zu und begann hastig, in einem Schwall von technischen Fachwörtern Befehle zu geben. Nokas glaubte, dass die Imperialen bestimmte Sektionen des Antriebes neu konfigurieren wollten, aber er verstand nicht viel von solchen Dingen. Was er verstand, war, dass Thrawn den abtrünnigen Jedi unterschätzt zu haben schien. Und das war schlimm. Galves Leben hing davon ab, dass Thrawn sich nicht irrte. In dem Moment, in dem Thrawn sich entschied, sich an einem Sicherheitsgriff des Kommandoganges festzuhalten, wurde weit entfernt in den Eingeweiden von Tipoca City eine Panzertür das Opfer eines Detonationspacks.
Boba Fett stürmte hindurch und zerschoss die Überwachungskameras, deren roten Signallichter im Rauch der Explosion schimmerten. Tioman folgte mit seinen Soldaten, während Lankavis Einheit ein wenig zurückblieb. Seit sie den Repulsor überlastet hatten, wussten die Aufständischen, dass sie hier waren und niemand zweifelte daran, dass Jetpack-Truppen bereits auf dem Weg waren. Das Aufheben der Schwerkraft hatte dem Einsatztrupp Zeit verschafft, aber inzwischen hatten sich die Kamonianer gewiss gefangen. Die Schildgeneratorenhalle ist am Ende des Korridors, rief Fett und Tioman gab das Zeichen zum Vorrücken. Die Soldaten passierten eine geöffnete Sicherheitsschleuse. Lankavi und sein Trupp blieben zurück, um den Fluchtweg zu sichern. Tioman dagegen setzte den Weg zum Generator fort. Auf Fetts Nicken hin zerschoss er die Türkonsole und noch ehe die Tür vollends im Boden versunken war, jagten dem Team die ersten Laserblitze entgegen. In der gleichen Sekunde, einen Kilometer näher an den dunklen Sturmwolken, verstand Darth Vader, was Nilas tat. Zuerst war er davon ausgegangen, dass der nun regungslos in der Luft treibende Ex-Jedi lediglich Kräfte sammelt. Doch dann hatte er bemerkt, dass Thrawns Sternenzerstörer auf die Höhe der Stadt herabgesunken war. In Gedanken fluchte Vader. Dann griff er mit der Macht nach dem Kadaver eines der Tiere, die Thrawn eingesetzt hatte, und warf dieses auf Nilas. Eine Armlänge bevor er sein Ziel erreichte, verglühte der Verwischling. Asche regnete auf Nilas bleiche Haut und sprenkelte sie mit dunklen Flecken. Vader begriff, dass die Kräfte seines Gegners mehr und mehr zu wachsen schienen. Er setzte sich selbst wieder in Bewegung, das Lichtschwert in Position für einen Stich. Gleichzeitig überlastete sich der Antrieb des Venators und spuckte ein letztes Mal ein Meer blauer Flammen aus. Auf der Brücke ließ Nokas Mepo sich fallen und nutzte die Macht, um seinen Körper an den Boden zu schweißen. Thrawn schrie etwas. Boba Fett tauchte im Schildgeneratorraum unter einem Laserschuss hindurch. Dabei wurde die Spitze seines Jetpacks getroffen. Er riss es von sich herunter und warf es mit aller Kraft in Richtung des Generators. Darth Vaders Lichtschwert wurde durch Nilas Bauch gestoßen. Eingeweide verbrannten, aber das Gesicht hinter der schneeweißen Maske blieb starr. Tioman erschoss einen aufständigen Klonsoldaten, ging dann in Deckung. Das Jetpack trieb durch die Schwerelosigkeit direkt auf die Plasmaleitung des Schildgenerators zu. Der Antrieb des Venators gab mit einem letzten, blauen Inferno den Geist auf. Die Flammen ergossen sich über einen Teil der Schildkuppel, dann verblassten sie. Das Jetpack explodierte. Vader zog sein Schwert wieder aus Nilas heraus. Thrawn schloss die Augen. Nokas schrie nach Galve. Boba Fett stieß einen Soldaten zur Seite weg, nur weg vom Generator. Er rannte, Kettenreaktion, ein Aggregat ging in Flammen auf. Dann das nächste. Tioman war irgendwo im Feuer. Die Schildkuppel erlosch. Darth Nihilus zog ein letztes Mal am Sternenzerstörer, ein letzter, kräftiger Ruck. Und durch die deaktivierten Schilde hindurch bohrte sich das Schiff wie ein Dolch in die gewaltigen Aufbauten von Tipoca City. Lankavi glaubte, das Ende des Universums wäre gekommen. Die Schwerkraft war zurückgekehrt, das war sein einziger Gedanke. Irgendetwas hatte die Stadt getroffen und dabei den Repulsor zerstört. Tioman und Boba Fett stürmten auf sie zu. Die beiden waren noch 2 Dutzend Meter von der Sicherheitstür entfernt. Und hinter ihnen strömte halb flüssiges, halb gasförmiges Feuer aus dem Generatorraum. Kavi war wie erstarrt. Neben sich hörte er Sam etwas murmeln, das klang wie: Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. Dann endlich fasste er sich wieder. Er wandte seinen Blick von Tioman und dem Kopfgeldjäger ab, die beide immer verzweifelter um ihr Leben liefen. Kavi fasste den hilflosen Rest seiner Einheit ins Auge. Los, los, los! Brüllte er und gestikulierte mit seinem Blastergewehr. Sofort hier weg! Dann hastete er auf die Sicherheitsschleuse zu. Wo war das verdammte Kontrollpanel? Wenn Fett und Tioman hier durchkamen, dann musste er die Schleuse sofort versiegeln oder sie würden alle im Feuer enden. Lankavi sah hoch. Die beiden Fliehenden hatten angehalten. Und Tioman drückte in diesem Moment auf einen der Knöpfe des Panels, das sich neben ihnen an der Wand des Ganges befand. Die Schleuse reagierte. Die Flammen hatten Fett und Tioman schon fast erreicht. Kavi schrie: Nein! Dann schloss sich die Schleuse, dann kam der Rauch und einige Sekunden später schließlich das Feuer. Und Kavi sah nichts mehr. Als es endlich vorbei war, konnte Nokas es kaum glauben. Es war dunkel auf der Brücke des Sternenzerstörers, jetzt wo der Funkenregen aus den Konsolen geendet hatte und die Beleuchtungseinheiten durchgebrannt waren. In beiden Offiziersgräben gab es Tote. Thrawn lag auf dem Boden.
Ein lautes Knarren riss Nokas aus der Rolle des verstummten Betrachters. Er eilte über den Kommandogang hinweg zum liegenden Thrawn und wusste dabei nicht, was er empfinden sollte. Thrawn hatte die Stadt, in der Nokas so viele Jahre lang gelebt hatte, in Schutt und Asche gelegt. Aber Thrawn hatte ihm auch versprochen, dass Nokas seinen Sohn wiedersehen würde. Und er hatte noch mehr gesagt, damals in der Zelle auf Raiti Adamant, denn ein zweites Mal knarrte es, tief unter ihnen und dieses Mal schrecklich laut. Was war das? Entfuhr es Nokas, noch während er sich zu Thrawn herunterbeugte. Inzwischen hatte er sich entschlossen, gar nichts mehr zu fühlen. Der verletzte Captain lächelte ihn grimmig an. Das war eine der Säulen von Tipoca City. Thrawn hustete und Blut spritzte auf seine graue Uniform. Sie bricht. Nokas keuchte. Was? Aber das Gewicht des Sternenzerstörers, ist es das? Wir sind zu schwer und jetzt versinkt die gesamte Stadtplattform im... Er wagte es nicht, zu Ende zu sprechen. Kraftlos schüttelte Thrawn den Kopf. Es ist mehr als das. Die Stadtinseln von Tipoca City sind zu schwer, als dass die Säulen sie tragen könnten. Sie waren es schon immer. Es funktioniert nur wegen den Repulsorgeneratoren. Jetzt erst verstand Nokas. Der, den das Einsatzteam überlastet hat. Und als wir die Stadt gerammt haben, haben wir ihn zerstört. Es knarrte zum dritten Mal und Nokas glaubte zu spüren, wie die Brücke des Schiffes mehr und mehr kippte. Vielleicht, brachte Thrawn leise heraus. Er ließ sich von Nokas in eine aufrechte Sitzhaltung helfen. Der Repulsor wirkt der Schwerkraft entgegen und er tut dies für jegliche Masse, auf die er angewandt wird. In dem Moment, in dem wir mit den Sternenzerstörern in seine Reichweite gelangt sind, hat er versucht, die enorme Masse des Schiffes ebenfalls hochzuheben und wurde dabei... Thrawn brach ab und machte eine wegwerfende Bewegung. Warum erzähle ich das? Murmelte er. Es ist nicht mehr wichtig. Aus dem Brückengraben stieg nun ein Mann in einer von Brandflecken übersäten Uniform. Captain, sagte der Offizier und salutierte mit einer Bewegung, die ihm offenbar unerwartete Schmerzen bereitete. Die meisten Schiffssysteme sind tot. Der Antrieb ist ausgebrannt und die Schilde wurden beim Aufprall überlastet. Thrawn nickte. Waffen? Traktorstrahl? Weitgehend funktionsfähig, Sir. Aber das wird nicht reichen, um... Glauben Sie mir, wenn wir die nächste Minute überleben, kann ich Ihnen für die darauffolgenden einiges versprechen. Und mit einem ohrenbetäubenden, berstenden Geräusch zerknickte eine der gewaltigen Stützsäulen. Das Licht, das Tioman aus der anderen Welt zurückholte, wurde noch deutlich greller und schmerzhafter, als er die Augen öffnete. Seinen schmerzenden Knochen zum Trotz wandte er sich ab und rollte sich etwas auf die Seite, die Zähne angespannt zusammenbeißend. Na, das war ja was, brummte er und setzte sich langsam auf. Um sie herum war alles dunkel. Mit Ihnen alles in Ordnung? Fett ließ ein bestätigendes Geräusch hören. Ein paar angesenkte Panzerplatten, fügte der Kopfgeldjäger dann hinzu. Woher wussten Sie von dem Lüftungsschacht? Genau wie Sie bin ich hier aufgewachsen. Tioman hörte, wie Fett beim Sprechen eine zweite Energiekapsel in seinem Blaster einsetzte. Und wenn es nach meinem Vater ging, dann konnten meine Spielplätze gar nicht gefährlich genug sein. Seltsamerweise ist dieser Schacht nicht auf den Konstruktionsplänen. Tioman drehte sich um. Wollen Sie damit sagen, unser Fluchtschacht hat uns an einen Ort gebracht, den die Kamonianer zu vertuschen versucht haben? Fett nickte stumm. Dann richtete er den Lichtstrahl seiner Lampe auf eine der Wände und Tioman stockte der Atem. Klontanks. Leere Klontanks, genau solche, in denen auch Tiomans Leben begonnen hatte. Das Licht spiegelte sich in den Abdeckungen und die mattblauen Hüllen schimmerten gespenstisch. Auf jeden Tank war ein Code gedruckt worden, der jeweils mit den drei Zeichen T1O begann. In der Halle mussten sich ungefähr 200 dieser Tanks befinden, nicht ansatzweise die Menge, die sich in den Haupthallen befand. Aus Gründen der Energieversorgung ergab ein solch kleines Lager keinerlei Sinn, außer man erschuf hier etwas, das man verstecken wollte. Ich habe sie mir schon angesehen, ehe du zu dir gekommen bist, sagte Fett. Zuerst dachte ich, dass hier die Kreaturen entstanden sind, die Thrawn in dem Asteroidenfeld eingesammelt hat. Er pausierte kurz. Aber du kennst die Kaminoaner. Sie sind Perfektionisten und sehr präzise.
Diese Tanks sind auf Menschen mit einer Körpergröße von exakt 1,83 Meter ausgelegt. Tioman schluckte. Klone meines Vaters, sprach Fett aus, was sie beide wussten. In der Ferne, tief unter ihnen, knarrte es. Fett fluchte leise. Und so läuft die Zeit davon. Jetzt, wo der Repulsor tot ist, wiegt die Stadt sehr viel mehr, als die Säulen tragen können. Wir müssen hier raus, stimmte Tioman eilig zu. Fett hatte sie vor Beginn der Mission darauf hingewiesen, was geschehen würde, wenn einer der Repulsoren zusammenbrechen sollte, und nun war tatsächlich der Extremfall eingetroffen. Es knarrte ein zweites Mal, kaum dass Tioman und Fett sich in Bewegung gesetzt hatten. Sie begannen zu laufen, an einer der Wand voller Tanks vorbei und dann hin zur großen Ausgangstür. Doch als sie die Tür erreichten, blitzte an einer in der Nähe angebrachten Apparatur eine violette Lampe auf und schien Tioman durch das Visier hindurch in die Augen zu leuchten. Zuerst dachte er, dass sie eine Falle ausgelöst hatten, aber nichts geschah. Was immer es war, drängte Fett. Wir müssen weiter. In diesem Moment erschien direkt vor ihnen ein Hologramm. Ihr DNS-Code sagt, dass sie ein Klon der T1O-Serie sind, sagte das Abbild eines alten Mannes. Ich bin der Jedi-Meister Ras Tikal und wenn Sie so wollen, bin ich Ihr geistiger Vater. Tiomans Welt gefror in der Zeit. Sie möchten vielleicht erfahren, fuhr das Hologramm des Jedi-Meisters fort, warum sie anders sind als die anderen. Nicht biologisch, nein, aber da ist etwas in ihrem Denken, das die T1O-Serie von den anderen Klonen unterscheidet. Etwas, das ich ihnen zugeflüstert habe, während sie kaum mehr als Embryonen waren. Es ist so tief in ihnen drin. Das Hologramm sprach weiter und Fett und Kamino rückten für Tioman in weite Ferne. T1O, Tioman, die Order 66, Nokas Mepur. Ich habe nicht gehorcht, weil ich... Ein drittes Mal drang ein Geräusch aus der Tiefe, lauter und schlimmer als zuvor. Ein Bersten, eine der Säulen brach. Tioman spürte, wie er von Fett gepackt wurde und sein Schrei verlor sich im Lärm der Katastrophe. Der Sturz wäre beinahe das Ende gewesen. Darth Vader lag auf dem Rumpf des Venator-Sternenzerstörers, der sich vor wenigen Sekunden rückwärts in einer der Stadtinseln gebohrt hatte. Er war tief gefallen, nachdem er das Schwert wieder aus Nilas herausgezogen hatte, da die Schwerkraft nur augenblicklich später zurückgekehrt war. Vader und der leblose Nilas waren ein Teil des Platzregens aus Trümmerteilen, Wasserblasen und Klonsoldaten gewesen, der auf die Poker City niedergegangen war. Und Vader hatte sie beide gerettet. Es war ihm gelungen, ihrer beider Sturz abzudämpfen und dem Aufprall auf der Venator-Hülle die Tödlichkeit zu nehmen. Vielleicht hätte er Nilas sterben lassen sollen. Aber während des Kampfes hatte er etwas erkannt. Der Körper des ehemaligen Jedi schien sich dafür zu eignen, vom Geist der Maske besessen zu werden. Das Nihilus konnte Nilas benutzen. Und wenn Vader wiederum Nihilus benutzen wollte, um endlich die Fesseln abzusprengen, die der Imperator ihm angelegt hatte, dann brauchte Vader Nilas lebendig. So sehr es ihm auch zuwider war, Ras Tikals Schüler zu verschonen. Gerade hatte Vader begonnen, sich Gedanken darüber zu machen, wie er Kamino nun verlassen sollte, als aus der Tiefe ein lautes Geräusch zu hören war. Es klang, als ob eine der Säulen sich großem Druck ausgesetzt sah. Und wenn Vader bedachte, dass die Stadtinsel soeben um einen ganzen Sternenzerstörer schwerer geworden war, dann war das eigentlich etwas, mit dem er hätte rechnen sollen. Banterdreck. Eilig sah Vader zu Nilas hinüber, aber der war noch immer bewusstlos. Ebenso wie die Maske selbst fungierte auch Nilas als ein Tunnel, durch den der Thislord das Diesseits erreichen konnte. Und als Darth Nihilus den Sternenzerstörer in die Stadt gerammt hatte, waren die Kräfte des Thislords offenbar zu gewaltig geworden. Wenn Vader mit Nihilus Hilfe den Imperator töten wollte, dann würde er dieses Problem zu lösen haben. Doch das würde noch etwas warten müssen. Gleichzeitig mit einem zweiten Aufächzen der Säule spürte Vader, wie aus dem Inneren des Venators eine Welle von Furcht ausging. Das Schiff stank geradezu danach, trotz der Anwesenheit des ach so hochgelobten Thrawn. Und eines der Wesen hinterließ genau die Art von Spuren in der Welle, wie Vader sie in den vergangenen 9 Jahren zu finden gelernt hatte. Dort unten war ein Jedi. Vader setzte sich in Bewegung und sprang zu Nilas hinüber. Er riss den leblosen Abtrünnigen in die Luft, ohne es dabei zu wagen, ihm die Maske abzunehmen. Vader hatte schon damals versucht, die Maske des Sith Lords in der Macht zu berühren und es wäre beinahe sein Ende gewesen.
Einen Moment lang fluchte Vader ob der Tatsache, dass er beim Sturz sein Lichtschwert verloren hatte, und gleich darauf verfluchte er sich ein zweites Mal, weil er auf einmal an Obi-Wan hatte denken müssen. Dann jedoch wurde er wieder Herr seiner Gedanken. Mit einer Bewegung der linken Hand ließ Vader die dünne Transparitplatte des Deckenfensters aufplatzen. Mit der rechten Hand ließ er Nihlas hindurchgleiten. Dann folgte er selbst, und in dem Moment, wo sich die Tür des Raumes hinter ihnen schloss und sie einen dunklen Gang betraten, kippte die Stadtinsel. Nokas wusste, dass Vader ihn bemerkt hatte. Doch im Augenblick war der Sith nicht einmal die größte Gefahr. Eine der äußeren Säulen war gebrochen und die Nachbarsäulen bogen sich ebenfalls durch. Binnen Sekunden hatte die große Stadtinsel beängstigende Schräglage erreicht. Wie schon beim Eindringen vor einigen Minuten waren nun wieder die Geräusche von übereinanderschabenden Metallschichten zu hören. Erneut in ohrenbetäubender Lautstärke, als der Sternenzerstörer wieder aus der Stadt herauszugleiten begann. Hinter dem verrußten Panoramafenster der halb zerstörten Brücke glitt der Horizont nach oben und machte den hohen Wellenbergen des Sturmes Platz. Nokas hielt Thrawn fest, als dieser dem Fenster entgegenzustürzen drohte. Einige Trümmerteile, die sich aus der Decke gelöst hatten, schoben sich zusehends schneller über den Boden und stapelten sich am Fenster. Panische Rufe zeugten davon, dass auch in den zwei Offiziersgräben Chaos ausgebrochen war. Nun kam der Ozean auf einmal sichtbar näher, zuerst langsam und dann immer schneller. Der Lärm, den der Sternenzerstörer beim Verlassen der Stadt verursachte, war inzwischen so laut, dass Nokas die Macht einsetzte, um seine Gehörgänge zu schützen. Dann plötzlich befanden sie sich im freien Fall. Thrawns Augen waren weit offen, die Zähne fest zusammengebissen. Nokas nahm die Umgebung nur noch als ein Rauschen wahr. Als einen grauen Tunnel mit einem dunkelblauen Ende. Dann durchbrach der Venator die Wasseroberfläche und es wurde tiefe Nacht. Die Zeit lief davon. Mit Nihlas auf dem Rücken kämpfte sich Darth Vader durch die Gänge des in die Tiefe gleitenden Sternenzerstörers. Die Crewmitglieder, manche lediglich verstört, andere schwer verletzt, bemerkten ihn in all dem Chaos und all ihrer Verzweiflung kaum. Alarmsirenen schrillten und eine Computerstimme warnte vor dem Eindringen von Fremdkörpern ins Innere des Schiffes. Die Worte »Wir sinken« schienen kein Teil ihrer Programmierung zu sein. In der Macht spürte Vader, wie das Wasser immer größere Teile des Sternenzerstörers eroberte. Bereits im Gefecht gegen die von Darth Nihilus gelenkte Invisible Hand war es zu etlichen Rumpfbrüchen gekommen. Die Kollision mit Hippoka City hatte den Zustand der Außenhülle noch weiter verschlechtert. Neben dem Wasser gab es noch ein weiteres Problem. Das Schiff drehte sich. Nachdem der Venator mit der Spitze voran in den Ozean getaucht war, hatte er sich langsam wieder in eine waagerechte Position gebracht. Weil der Kommandoturm allerdings schwerer war, neigte sich dieser in Richtung Tiefe und drehte die Unterseite des Rumpfes zur sich entfernenden Wasseroberfläche. Als Folge dessen bewegten sich Vader und die überlebenden Crewmitglieder, die er wahlweise ignorierte oder zerschmetterte, schon seit 2 Minuten auf den Decken der Gänge. Seine letzten Kraftreserven verwendete er darauf, den Boden über ihm aufzuspringen und hindurchzuspringen. Denn die Rettungskapseln, die seine einzige Hoffnung darstellten, befanden sich an der Unterseite des Schiffes. Und die war nun oben. Vader durchbrach einen weiteren Boden und landete auf dem untersten Deck des Schiffes. In einer niedrigen Halle, von der aus mehrere Rettungskapseln zu erreichen waren. Rote Lichter zeigten an, dass manche der Kapseln bereits fehlten. Vermutlich hatte Thrawn die Verankerungsplätze für die Kapseln der Verwischlinge benutzt. Doch noch waren genügend von ihnen übrig. Ein Dutzend Meter entfernt, direkt neben dem Eingang zu einer Fluchtkapsel, sah Vader mit einem Mal einen Jedi stehen. Der Mann hatte dunkle Haare und wachsame Augen, die ein Punkt der Ruhe in seinem von Hass und Furcht gekennzeichneten Gesicht waren. Offenbar war er unbewaffnet, genau wie Vader. Der Jedi sah den Sith an, sagte aber nichts. Habt ihr Thrawn getötet? Fragte Vader. Nein. Der Jedi verzog keine Miene. Wenn wir kämpfen, sagte er dann, sterben wir beide. Vader wusste, dass der Jedi recht hatte. Ein Kampf würde mehr Zeit kosten, als ihnen noch blieb. Und so kehrten der Jedi und der Sith einander den Rücken zu und bestiegen entgegengesetzt liegende Rettungskapseln. Gleichzeitig wurden die Startmechanismen betätigt und die zwei Kapseln jagten mit einem Knall und den unterschiedlichen Winkeln der Oberfläche entgegen. Unter ihnen verblich der Venator in der Dunkelheit der Tiefen. Thrawn gelang es, den Offiziersgraben zu erreichen, wobei er am Ende beinahe gestürzt wäre.
Mehrere Crewmitglieder lagen blutüberströmt auf dem Boden. Manche von ihnen wurden von anderen medizinisch versorgt. Die Brückenbesatzung war die disziplinierteste des Schiffes und so hatte keiner von ihnen seinen Posten verlassen. »Sir«, hörte Thrawn die Stimme eines Offiziers irgendwo herklingen. Erst im nächsten Moment bemerkte der Chiss, dass sich der Mann direkt neben ihm befand. »Der Antrieb ist nach wie vor tot und wir konnten die Hilfsantriebe noch immer nicht reparieren. Gehen Sie zur Traktorstrahlkontrolle«, wies er den Offizier neben sich an. Doch der bisher so besonnene Mann war mit einmal wie erstarrt. »Leutnant«, wollte Thrawn noch ausrufen, da schlug ihm der Mann mitten ins Gesicht. Thrawn geriet ins Wanken und prallte hart gegen eine der Wände des Offiziersgrabens. Ehe Thrawn etwas erwidern oder sich gegen den offenbar wahnsinnig gewordenen Mann verteidigen konnte, trat ihm dieser in den Bauch. Dann öffnete der Mann eine Luke, die sich unter dem Kommandogang befand und schob Thrawn hinein, setzte ihm im nächsten Moment den weißen Helm eines Sturmtrupplers auf. Nun geschahen drei Dinge gleichzeitig. Das Panoramafenster der Brücke zersplitterte und Wasser drang ein. Die Lukenabdeckung schloss sich wieder. Der Mann salutierte. Vor seinem inneren Auge sah Thrawn, was auf der Brücke geschah, ohne es wirklich mit ansehen zu können. Sie lief nicht einfach voll, sondern wurde von etlichen Wellenfäusten heimgesucht, die gegen Wände klatschten und die wenigen Überlebenden mit unbeugsamer Urgewalt aus der Brücke heraus in die Schwärze rissen. Thrawn wusste nicht, wie lange das Sterben andauerte. Er konnte nichts tun, außer zu warten. Dann schließlich zog er den Sturmtruppenhelm mit aller Kraft bis zu den Schultern herunter und aktivierte die Abdichtung, die dafür sorgen würde, dass kein Wasser in den Helm eindrang. Anschließend zählte er auf Cheun, der Sprache seines Volkes, bis drei und öffnete dann die Luke einen Spalt weit. Wasser strömte herein und durchtränkte Thrawns Uniform. Als das Wasser ihm bis zur Stirn reichte, öffnete er die Luke schließlich ganz. Der Offiziersgraben und der Rest der Brücke waren nun vollends ein Teil des eisig-schwarzen Ozeans und kaum noch etwas deutete darauf hin, dass all dieses einmal zu einem imperialen Sternenzerstörer gehört hatte. Thrawn begann zu schwimmen, den Gang entlang und hin zur Konsole, von der aus sich der Traktorstrahl im Mitte des Schiffes kontrollieren ließ. Als er die Konsole erreichte, klammerte er sich an ihr fest. Er hatte Glück, sie funktionierte noch. Die Poca City erhielt von Einrichtungen auf dem Grund des Ozeans Energie. Diese Energie wurde vor dem Transport in gasförmigen Zustand gebracht und dieses Gas war deutlich leichter als Luft. Die Kaminoaner mussten es deshalb lediglich in die Säulen pumpen und es stieg von alleine bis zur Stadt und bis zur Oberfläche auf. Genau das würde Thrawn nun nutzen. Ehe die Brücke überschwemmt worden war, war es ihm gelungen, die Hangartore zu öffnen. Ein schneller Blick auf einen der wenigen intakten Displays zeigte ihm, dass der Hangar noch immer in die Tiefe deutete. Thrawn richtete mehrere Traktorstrahlen auf die Säule und zielte auf solche Stellen, an denen das Gewicht der Stadt Risse und Lecks erzeugt hatte. Die Traktorstrahlen zogen das Gas aus der Säule und transportierten es unmittelbar in den riesigen Hangar des Venators, der bei Schiffen dieser Klasse größer war als bei jeder anderen Art von Sternenzerstörer. Und nach einer Weile quittierte Thrawn mit einem Lächeln, dass sein Plan funktioniert hatte. Das Gas war leicht genug und es ließ sich im Hangar ausreichend sammeln. Langsam trieben sie wieder nach oben. Nach den Stunden der Kollisionen teilten sich die Pfade und Schnüre des Schicksals wieder, um getrennt in die Weiten des Alls zu entfliehen. Der Kopfgeldjäger Boba Fett hatte bekommen, was er wollte: seine Freiheit. Er hatte Thrawn dabei geholfen, die aufständischen Kaminoaner und Klonheere niederzuschlagen und der Imperiale würde ihn nicht verfolgen. Vielleicht war es aber auch eine verloren gehoffte sentimentale Ader, die Fett dazu gebracht hatte, erstmals einen lebenden Passagier mit an Bord der Slave One zu nehmen, den T1O-Klon namens Teoman. Teoman war desertiert und Fett war sich nicht sicher, welche Gründe zu dieser Entscheidung geführt hatten. Möglicherweise hing es mit etwas zusammen, das Rasti Karls Hologramm gesagt hatte, oder aber Teoman hat es nicht verkraften können, während der Schlacht auf andere Klone schießen zu müssen. Fett wusste es nicht, aber da er die Slave One über Funk hatte fernsteuern können, war es ihm gelungen, Teoman unbemerkt aus der halb zerstörten Stadt zu bringen. Einen Umweg würde er für den Klon jedoch nicht in Kauf nehmen. Und es gab einiges, das Jabba zu erklären hatte, wenn Fett weiterhin für den Hutten arbeiten sollte. Die nächste Station würde Tatooine sein. In einem anderen Winkel des Universums störten ein Thiss und seine lebendige Waffe die Ruhe eines alten Raumschifffriedhofs. An Bord eines der besser erhaltenen Wrackstücke kam der einstige Jedi-Padawan Nilas Dirto wieder zu Bewusstsein.
Die schneeweiße Maske war nirgendwo zu spüren und über ihm ragte die Silhouette eines pechschwarzen Sith-Lords auf. Die Maske, sagte Vader, wirst du früher wiedersehen, als es dir lieb ist. Die Dunkelheit von Coruscants Unterstadt ist nichts gegen das, was dir bevorsteht. Doch Nilas hörte kaum hin. Das Letzte, an das er sich erinnern konnte, war, dass Vader ihn über Tipoca City mit einem Lichtschwert durchstoßen hatte. Etliche Organe waren zerstört gewesen und nicht einmal ein Bacta-Tank hätte ihn noch retten können. Wieso? Wieso lebte er? In der Macht spürte er tiefschwarze Belustigung von Vader ausgehen. Genau das, sagte Vader und riss Nilas in die Luft. Ist die richtige Frage. Nokas Mepur jagte in einem gestohlenen imperialen Shuttle durch den Hyperraum. Er hatte die Schlacht von Kamino überlebt und unversehrt eine Begegnung mit Darth Vader überstanden. Eigentlich hätte er sich fühlen sollen wie jemand, der am Ende eines erfolgreichen Abenteuers stand. Aber in einem Abenteuer gab es mehr Licht als Dunkelheit. Und das hier war ganz bestimmt nicht das Ende. Während Nokas die Koordinaten in den Hyperraumcomputer eingab, erlebte er in Gedanken all seine Gespräche mit Thrawn ein zweites Mal. Er erinnerte sich an das, was Thrawn über die Force Shadows gesagt hatte und ebenso an die letzten Worte des Captains, als Nokas die Brücke des sinkenden Schiffes verlassen hatte. Er wusste nicht, wie viel von all dem nichts als Lügen gewesen waren. Aber die Informationen, die er von Thrawn erhalten hatte, waren seine beste Chance, wenn er seinen Sohn retten wollte. Und wenn ihm das nicht gelang, wenn Galve sterben sollte oder bereits tot war, dann war das hier nicht einmal im Ansatz ein Ende, sondern der Anfang von etwas, das sehr vielen Imperialen und anderen Verbrechern sehr, sehr wehtun würde. Bib Durka trat in die Dunkelheit des Thronsaals von Jabba the Hutt. Der massige Hutt-Verbrecher-Lord sah den Twi'lek aus milchigen Augen heraus an. Es war das erste Mal, dass Durka sich in Jabbas geheimer Raumbasis befand und gewiss fragte sich der Hutt gerade, ob Durka jemand gefolgt sein konnte. Aber das war unmöglich, denn Durka hatte unterwegs das Schiff gewechselt und alles unternommen, um seine Spuren zu verwischen. Ich muss euch melden, erleuchteter Jabba. Durka verbeugte sich. Dass der Handel mit Captain Thrawn gescheitert ist. Er verbeugte sich noch etwas tiefer. Der Captain hat mir keine der Daten, die wir als Bezahlung für die Position des Jedi erhalten sollten, zur Verfügung gestellt. Durka richtete sich wieder auf und schluckte. Jabba würde wütend sein und würde ihn töten. Aber nach allem, was geschehen war, hatte Durka beschlossen, dass sein Tod nur gerecht sein würde. Zu viele hatten wegen ihm gelitten. Das Gerechteste wäre es, wenn Nokas Mepur oder jemand aus Selins Bevölkerung den Blaster hätte abdrücken dürfen. Aber das ließ sich nun nicht mehr bewerkstelligen und so sollte es eben durch Jabba geschehen. Durka würde sterben. Er hätte sich sein Leben erkaufen können. Er hätte den Jedi-Jungen, den Sohn von Nokas Mepur, an Jabba ausliefern können. Genau das hatte er anfangs tun wollen. Und dann hatte er den Jungen in Sicherheit gebracht. Und weißt du, warum ich niemanden mehr opfere, um mein Leben zu verlängern? Fragte Bib Durka laut. Der Hutt hatte sich von einem Protokolldruiden einen Blaster reichen lassen. Weil es, sagte Durka, ein Unterschied ist, ob man in der Dunkelheit atmet oder ob man die Dunkelheit atmet. Jabba hob den Blaster, dann feuerte er. Und Durka erstrahlte in gleißendem Licht. Ende des zweiten Teils. Dieses Hörbuch wurde gelesen von Frank Bayer. Basierend auf einer Fanfiction von Tim Schmelo. Eine Produktion von Bantapudu.